Spaß. Dafür hat die Bildregie Norbert Thielmann. Jetzt wünsche ich Ihnen viel Spaß und natürlich ein spannendes Rennen mit Peter Leisel als Reporter. Wintersport im ZDF. Viel Vergnügen mit Warsteiner. Ja, Norbert, ich scharre mit den Füßen, auch weil sie kalt sind. Es ist feucht hier in der Kabine und doch kälter als erwartet. -2 Grad draußen. Die Temperaturen nähern sich jetzt langsam dem Gefrierpunkt. Und das ist ja der kritische Punkt. Heute bei den Frauen, heute Mittag, über 15 Kilometer im freien Stil, könnte es schon Plus-Temperaturen geben. Die Wachser, die Serviceleute, die waren in hektischer Betriebsamkeit. Und auch das Umfeld der deutschen Mannschaft natürlich in heilloser Aufregung. 4 Ski hat man für jeden präpariert, für René Sommerfeld auch. Und der letzte Griff jetzt, kurz vor dem Rennen, der muss der richtige gewesen sein für diese Verhältnisse. Ja, was wird er gedacht haben, als er von seinem Trainer erfuhr, René, du hast die 1. Ich möchte seine Flüche nicht gehört haben, denn das ist nun wirklich die unbeliebteste Nummer von allen bei solchen Bedingungen. Vor 2 Jahren über diese Strecke nicht am Start gewesen, obwohl er dabei war in Trondheim. Er erkältete sich auf dem Hotelschiff, wo die Luft ein wenig trocken war. Im letzten Jahr ein wenig in die Krise geraten. Will hier sehr viel mehr zeigen, als er zuletzt zeigen konnte im Weltcup. Und dann hat er diese Startnummer. Das muss er jetzt abschütteln, einfach ausblenden und darauf hoffen, dass er in der zweiten Runde dann in gute Gesellschaft kommt. Nämlich dann, wenn sich die besseren und die schwächeren Läufer dann mischen. Bei 3x10 Kilometern ist das ja drin. So, damit sind die nordischen Skiweltmeisterschaften in der Ramsau auch sportlich eröffnet durch einen deutschen Läufer. Durch den 24-Jährigen, der vor 2 Jahren einen großen Fortschritt gemacht hat, schon in die Weltcup-Ränge kam, aber im letzten Jahr mit Problemen zu kämpfen hatte. Im 30-Sekunden-Takt gehen also 84, zumindest der Startliste nach, letzte Rückzüge sind nicht ausgeschlossen auf diese Strecke. 32 Nationen sind vertreten, unter anderem auch die Ukraine mit 3 Läufern. Alexander Sarovny war 59. vor 2 Jahren in Trondheim. Die Ukraine ist ja bei den Frauen mit Irina Tereljuk deutlich stärker einzuschätzen als bei den Männern, wo man seit einigen Jahren auf keinen grünen Zweig mehr kommt. Die Skandinavier in Mitteleuropa, das kennen wir, vor allen Dingen die Norweger, aber auch die Finnen. Sie campen sogar da draußen bei diesen Bedingungen, einige unentwickelt jedenfalls. Die Weißrussen mit Valeri Solowjow, ein neuer Mann in dieser Mannschaft, die immer ein wenig im Schatten der Russen steht, obwohl sie sehr oft zusammen trainieren. Er begibt sich jetzt also auf diese mittelschwere Strecke, die durch diese Bedingungen heute zusätzlich erschwert werden dürfte. Werfen wir noch einmal einen Blick, vor allen Dingen jetzt auf das Profil. Achten wir darauf, es geht gleich am Anfang bergan und die erste Zwischenzeit nach 1,5 Kilometern, nachdem der erste kräftige Anstieg hinter den Läufern liegt. Dann erreichen sie noch einmal ein Plateau auf knapp 1200 Metern Höhe und dann wird die Strecke ein wenig einfacher. Bei 5 Kilometern allerdings, wo die Kameras der österreichischen Kollegen noch einmal stehen mit einem kleinen Ü-Wagen, hier beim Hofgut Vossensteiner, da gibt es noch einmal einen Anstieg. Dann, da ist ungefähr der Umkehrpunkt erreicht, geht es wieder zurück in Schlingen, ganz verschlungen, ein wenig schwierig den Verlauf nachzuvollziehen zum Ziel und kurz vor dem Ziel noch einmal eine Zwischenzeitnahme bei 8,4 Kilometern. Dann der Durchlauf und das Ganze dann insgesamt 3-mal, sehr zuschauerfreundlich. Die Leute, die hier im Zielbereich stehen, haben doch weite Einblicke in die Strecke. Obwohl natürlich ein wenig getrübt durch die Bedingungen, der Dachstein ist verschleiert und die Sicht ist natürlich nicht die beste. Ja, Marc Kirchner da bei Detlef Braun, dem Sportwart. Er hat ja nun das Gewehr abgeschultert und hat gute Leistungen gezeigt. Wir hoffen auf eine gute Leistung, vor allen Dingen, weil diese Strecke ihm liegt. 30 Kilometer, er kommt spät, er ist ein Mann, der langsam startet. Wir haben gerade noch den Australier Ben Derrick gesehen. Fast schon bizarre Verhältnisse für einen Mann, der von Down Under kommt, wo jetzt Buschbrände lodern, wo der Hochsommer in vollem Gang ist. Ich glaube, die Leute zu Hause, wenn er zurückkehren wird, werden ihm gar nicht glauben, wenn sie es nicht gesehen haben, dass hier mehr als 1 Meter Schnee liegt. Auf dem Dachstein sogar bis zu 5 Metern. Armenien ist vertreten und nicht nur mit ihm, mit Hakob Manukyan, gar mit einer kompletten Mannschaft von 4 Startern.
Das hat mich erstaunt und ich spekuliere einfach einmal, dass es da einen Mäzen gibt, der das möglich gemacht hat. Da ist die Skimarkierung, denn die Ski dürfen nicht gewechselt werden. Durch sie müssen alle hindurch, bevor sie sich auf die Strecke begeben. Dänemark ist nun nicht gerade als nordisches Land par excellence bekannt, aber wenn man weiß, dass viele Dänen in Norwegen studieren, auch in Oslo leben, dann wird das alles schon ein wenig plausibler, dass sie hier auf die Strecke gehen. Martin Truls Möller hat allerdings keine Chancen natürlich in den Kampf um die Medaillen oder die besseren Plätze einzugreifen. Das haben eigentlich nur die Leute aus der roten Startgruppe, die man ganz zum Schluss eingeordnet hat. Ab Start Nummer 65, da wird es dann so richtig interessant mit Björn Daly, dem Fixstern unter den Langläufern. Patrick Weaver aus den USA, denen ein neuer Bill Koch fehlt. Das war ja ein guter Langläufer, viele werden sich erinnern, in den frühen 80er Jahren Weltcupsieger. Und da ist René Sommerfeld schon. Und Sie sehen, wie mürbe, wie tief der Schnee dort ist an diesem Anstieg. Ein ganz langer bei Kilometer 1,5 im dichten Tannenwald. Durch die Kamera wird der Schnee noch verdichtet. Jetzt wechselt er die Führhand. Und jetzt haben wir einen ersten Anhaltspunkt. Der Schneepflug unterwegs. Und schön zu hören, wie sein Atem bereits sehr, sehr schnell geht. Hinter ihm der Ukrainer Zarovny. Sommerfeld wird ganz gewiss nicht taktisch jetzt laufen können, um sich zurückfallen zu lassen hinter einem dieser Läufer, denn die sind eher noch schwächer einzuschätzen. Da würde er sich seine Chancen von Anfang an berauben. Im letzten Jahr bei der Vor-WM, beim Generaltest für diese Titelkämpfe, da war das Wetter ganz, ganz anders. Schnelle Spur und da lief Sieger Thomas Alsgaard aus Norwegen diese Strecke in 1 Stunde und 6 Minuten. Damit rechnen wir heute beileibe nicht. Es wird höchstwahrscheinlich eine Siegerzeit von deutlich über 1:10 werden. Ein Japaner, Daisuke Ebisawa, ein neuer Mann in einer Mannschaft, die im letzten Jahr auf heimischem Terrain in Nagano Kämpferherz gezeigt hat, sehr stark in der Staffel gelaufen ist. Und das ist der Exot hier, Peter Moisey aus Neuseeland. Gestern trug er die Fahne. Einziger Starter für das Land, das so ziemlich den Antipoden bildet zu Österreich. Und ein Mann, der mit 6 Betreuern hier angereist ist. Obwohl er vor 2 Jahren in Trondheim über diese Strecke letzter war. Also, dieses Rennen schreibt viele Geschichten, viele Anekdoten, nicht nur im Vorderfeld. Sie sehen, der Schnee fällt schräg, der Wind hat aufgefrischt. Wir erwarten sogar am Nachmittag Sturmböen beim Damenrennen aus West-Nordwest. Diese Front, die sich im Flachland schon als Regenfront äußert, hier oben noch Schnee. Aber es wird wärmer und es kann durchaus sein, dass in Bischofshofen bei den Springern heute Mittag schon der eine oder andere Regentropfen fällt. Marc Kirchner. Immer näher rückt der Moment seines Starts. Am Anfang dieser Saison wollte er noch einmal Anschluss gewinnen an die Biathleten, deren Erfolge in Kontiolahti er jetzt mit Interesse verfolgt hat. Aber beim Schießen klappte es nicht mehr, wie seit einiger Zeit. Und da kam ihm der Ruf, der Hilferuf des DSV gerade recht. Er selber suchte nach einer neuen Anforderung und fand sie. Qualifizierte sich in letzter Minute in Seefeld durch einen 31. Platz beim Weltcup am letzten Samstag. Ein zweiter Armenier. Insgesamt 32 Nationen vertreten. Kann man denn langlaufen in Armenien? Radio Erevan würde sagen, im Prinzip ja. Denn der Kaukasus ist ja dort nicht weit, der Südhang des Kaukasus, durchaus verschneit. Die Loipen dort allerdings werden nicht annähernd so gut präpariert sein wie hier in Ramsau. Könnte sein, dass dieser Mann sehr schnell aufschließen wird zum Armenier, Hiroyumi Watanabe. Die Langläufer
in Japan immer ein wenig im Schatten der Kombinierer um Kenji Ogiwara oder der Springer um Funaki, Harada und Kasai. Und oft auch ein wenig von den Hebelverhältnissen benachteiligt. Allerdings die Leichtgewichte könnten heute bei diesen schweren Bedingungen profitieren. Die Spur ist alles andere als schnell und hart gefroren. Hori Ribo, der neue Mannschaftskollege von Johann Mühleck, den ich in Seefeld einmal fragte, ob er ihn denn schon gesehen hätte, den Johann. Ja, ab und zu schon. Im Weltcup sieht man sich, man trainiert ja auch oft auf denselben Gletschern. Aber im Prinzip geht jeder seine eigenen Wege. Nun also Marc Kirchner, der Olympiasieger von Albertville im Biathlon. Er braucht ein wenig, um auf Betriebstemperatur zu kommen. Die 30 Kilometer sind ihm gerade recht. Über 10 Kilometer in Seefeld war es ihm doch fast ein wenig zu kurz. So, da könnte René Sommerfelds Zeit, die immer noch die Bestzeit ist, ganz knapp unterboten werden, ist sie nicht. 3/10 ist der Russe Gostajew drüber. Und das deutet an, dass René Sommerfeld flott angeht, obwohl er diese ganz schwierigen Verhältnisse hat, die sich natürlich nur peu à peu verbessern für diese Läufer. Und wenn der Schneefall so stark ist, dann wird in den 30 Sekunden zwischen den einzelnen Läufern wieder so viel fallen, dass die Spur eigentlich fast genauso aufgewühlt und langsam bleibt. Von einer Spur kann man ja eigentlich nicht mehr reden beim Skaten. Die Strecke ist durchgehend gewalzt. Man hat Tag für Tag und auch in den Nächten den Neuschnee aus der Loipe herausgewalzt und herausbefördert. Denn auf dieser WM-Loipen war schon Kunstschnee, Kompaktschnee aufgetragen worden, bevor diese heftigen Schneefälle einsetzten. Und wie so oft im Wintersport, zu viel ist auch nicht gut. Selbst bei den Nordischen kann man diesen vielen Schnee eigentlich gar nicht mehr gebrauchen. Bei den Alpinen kennen wir das ja. So, Edisaba an dieser Stelle mit hohem Puls, 180 Schläge bestimmt, aber schon deutlich über Sommerfelds Zeit, die immer noch steht dort. Und wer da drüber ist, über diesem Hügel, der wird sich ein wenig erholen können. Dann geht es flach dahin im dichten Tannenwald und dann eine Abfahrt und dann ist man auf dem Plateau schon fast. Patrick Röhrli, die Schweizer, die anders als die Österreicher um den Anschluss an die Weltspitze seit Jahren kämpfen und ihn nicht schaffen, obwohl sie immer wieder Neues probieren, haben ja hervorragende Trainingsanlagen und Langlaufreviere im eigenen Land, in St. Moritz, in Davos. Trotzdem klappt es nicht so recht. Sie haben deutsche Trainer inzwischen. Markus Kramer, der ehemalige Damentrainer der deutschen Langläuferinnen, ist bei ihnen. All das hat nicht so recht gefruchtet. Bei den Österreichern ist seit Jahren eine Tendenzwende festzustellen. Und die werden, da kommen wir später drauf, hier schon ein Wörtchen mitzusprechen haben. Beste Mitteleuropäer sind sie auf jeden Fall. Nikolai Semenjako war 54. in Nagano. Allerdings wurde diese Strecke, es alterniert ja von Jahr zu Jahr, da im klassischen Stil gelaufen. Václav Korunka, der alte Camper aus Tschechien, der war Jahre weg vom Fenster, will es noch mal wissen. 1989, vor 10 Jahren also in Lahti, da lief er ein fulminantes Staffelrennen, als die Tschechen die Silbermedaille holten. Die Tschechen, die ansonsten hier mit einer jungen Mannschaft am Start sind. Korunka also wieder dabei. Und Sergej Krianin, der Russe, ist einer, den wir beachten müssen. Ein Mann, der jetzt eigentlich Sommerfelds Zeit unterbieten müsste. Er war 8. zum Saisonauftakt im finnischen Muonio, ganz oben am Polarkreis. Dann allerdings schwächere Resultate. Da kommt etwas stachsig, lang, hoch aufgeschossen, Hori Ribo. Und wir sehen, wie stark der Spanier schon ist. 1 Minute hat er schon fast gut gemacht gegenüber der Nummer 16, dem Armenier Nersisian. Das ist alles relativ zu sehen, natürlich. Aber Ribo hat Weltcup-Erfahrung im Gegensatz zum Armenier. Da tun sich schon ganz gravierende Stilunterschiede auf. Und da sehen wir schon Qualitätsunterschiede zwischen den einzelnen Läufern. Also Ribo jagt Sommerfelds Zeit nach 1,5 Kilometern. Alles noch mit einer sehr geringen Aussagekraft. Und er wird eine neue Bestzeit hinlegen.
Spanier mit zwei Leuten hier angereist. Bei dieser WM werden also keine Staffel stellen. Das wird sich vielleicht ändern, wenn Mühlegg dazu stößt. Ribo und Gutierrez, der Mann, der die langen Skating-Strecken liebt, er kommt später noch. Also 2,4 Sekunden schneller als René Sommerfeld. Robin McKeever aus Kanada. Die Nordamerikaner sind im Vergleich zu den Skandinaviern, Mitteleuropäern und den Russen lupenreine Amateure. Das sind Leute, die für diese WM Urlaub nehmen mussten, die oft noch an Universitäten studieren, die vom Staat eben kaum gefördert werden. Mark Kirschner schon fast eingeschneit mit Schneehaube bei Kilometer 1,5. Wir wissen ja, dass er ein Langsamstarter ist, deswegen muss uns nicht beunruhigen, dass er 12,7 Sekunden hinter den Besten liegt. Es geht Schlag auf Schlag, man kommt fast nicht mit. Wilhelm Aschwanden, vielleicht der stärkste Schweizer, hin und her geht's. Schwierig, einen Gedanken auszuführen, aber schauen Sie selbst auf die Zwischenzeiten, dann sind Sie gut informiert. Melis Asme, der Erste, war mit einer guten Zeit gemeldet. Es gibt ja ein Pre-Timing und deswegen hat man ihn uns schnell gezeigt. Die Ersten, die im klassischen Stil noch deutlich stärker einzuschätzen sind. Und jetzt kommt auch Wladimir Borzow aus Kasachstan zur ersten Zwischenzeit. Die Kasachen erstmals ohne Wladimir Smirnov. Immer ihr Vorbild. Ihr Flaggschiff, fast kann man das sagen. Smirnov ist hier. Er wird für die Norweger ab und an kommentieren, wird einen Volkslauf bestreiten, vielleicht nachher auch bei uns am Mikrofon sein. Der Mann, der seine Karriere jetzt, zumindest was den Spitzensport betrifft, beendet hat nach den Olympischen Spielen in Nagano. Nur gleiten, heißt es beim Skaten. Kein Abdruck, es geht nur vorwärts, selbst im steilsten Berg. Hier natürlich muss man sehr viel mehr mit den Armen arbeiten, wie wir das hier sehr schön sehen bei Patrick Rölli, dem Schweizer. Die Ski werden entsprechend präpariert. Da gibt es kein Steigwachs. Da ist unter der gesamten Skilänge eine Wachsschicht aufgetragen, die das Gleiten verbessern soll. Ari Palolahti ist gestartet, der erste Finne. Ein Mann, der im Sprint in diesem Jahr sehr, sehr stark war. Und ein wenig verwunderlich, dass man hier ihn über 30 Kilometer Freistil aufstellt. Zeigt, dass die Finnen nicht mehr aus dem Vollen schöpfen können, denn Palolahti gilt nicht unbedingt als Spezialist. Ja, kommt, es geht nicht. An diesen Steigungen stehen die Mannschaftsbetreuer, die ein Netz gespannt haben um die 10 Kilometer Schleife und geben den Läufern ihre Rückstände durch. Die sind eigentlich immer informiert, zumindest die großen Mannschaften haben das perfektioniert. Die entsprechende Technik ist vorhanden. Jetzt Krianin, von dem ich erwartet hatte, dass er hier eine neue Bestzeit laufen wird. Es wird knapp. Patrick Rölli, der Schweizer, ist inzwischen schnellster. Vor dem Ukrainer Artjukov. Aber Krianin ist da bei den Besten. Viel, viel Kraft kommt da aus den Oberschenkeln. Skaten und klassisch, das entwickelt sich immer weiter auseinander. Es gibt allerdings noch genügend Läufer, die beides gut beherrschen. Es gibt einige, die suchen natürlich nur hier auf dieser Strecke ihr Heil. Das sind die reinen Freestyle-Spezialisten. Jesper Knudsen, der Däne, 79. vor zwei Jahren, aber nicht letzter. Ich sagte ja, der Neuseeländer war letzter. Die Dänen trainieren meist in Norwegen, wo ja in diesem Jahr am 21. März zum Frühlingsbeginn die Saison der Langläufer abgeschlossen wird mit dem Weltcup-Finale. Am Holmenkollen, an dieser traditionsreichen Stätte, wo eine Woche vorher die Biathlon-Weltmeisterschaften fortgesetzt werden und auch die Springer über den Backen gehen im Weltcup.
Von diesen insgesamt 84 Startern aus 32 Ländern wurden heute Morgen ganz kurzfristig 20%, also rundgerechnet 18, 19, ausgelost zum Bluttest. Ihnen wurde Blut abgenommen. Und hätten Sie einen erhöhten Hämoglobinwert von 18,5 Millilitern pro Maßeinheit Blut, dann wären Sie hier nicht an den Start gegangen. Das Blutdoping ist hier ein Thema. Gestern eine Pressekonferenz der FIS, des Internationalen Skiverbandes, auf dem die Hardliner-Position des Internationalen Skiverbandes noch einmal unterstrichen wurde. Man will auch das IOC dazu bewegen, dass sportliche Kriterien immer mehr in den Vordergrund gerückt werden bei Auswahl von WM-Orten oder Olympiastätten. Und man will, dass ein Dopingsünder 2 Jahre gesperrt wird, ganz gleich, welche Substanz er eingenommen hat. Will also da keine Differenzierung zulassen. Alexander Nikitenko, ein junger Russe, Jahrgang 78, also ein Generationswechsel kündigt sich da an. Alexei Prokhorov, der Weltmeister von Trondheim über diese Strecke, ist 14 Jahre älter, wird hier definitiv sein letztes WM-Rennen bestreiten. Dosun Shin, oder in Nagano hieß es auf der Startliste, ich habe nachgeschaut, Dosun Shin, ich vermute, es ist derselbe. Ein Koreaner, der einzige Starter seines Landes hier. Auch da kommt seit Jahren eigentlich nichts Neues, da gibt es Strukturprobleme. Und Björn Dierli ist schon da, ja, er muss schon da sein. Er ist der Erste aus der roten Gruppe, es wird ihm nicht behagen, dass er so früh dran ist. Denn er kann sich nicht so sehr nach den anderen orientieren. Inzwischen hat sich bei Kilometer 1,5 nicht mehr allzu viel getan. Jiří Magal, der Tscheche, ist jetzt Sechster, verdrängt René Sommerfeld von diesem Platz. Es führt immer noch der Schweizer Patrick Rölli. Aber diese Zeiten werden jetzt ganz schnell und in kurzen Abständen unterboten werden, wenn die Besten kommen. John Bauer, die Amerikaner, die ja immer noch nach einem Weltklassemann wie Bill Koch suchen, aber die kann man sich nicht backen, die sind nicht auf der Straße. In den USA gibt es wenige, die dem Skilanglaufen im sportlichen Sinne, leistungssportlich, frönen. Die Slowakei mit Michal Jurko haben einen ganz starken Mann später in der roten Gruppe. Ivan Batory, den Hünen, wir werden ihn noch sehen, der allerdings die klassischen Distanzen eher liebt. Schwer geht der Atem, Sie hören es gut, die Geräuschmikrofone der Österreicher, die hier mit vielen, vielen Kameras an der Strecke stehen. Insgesamt bei der ganzen WM rechnet man mit 100 Kameras des ORF. Und die Mikrofone sind aufgestellt an den entscheidenden, an den richtigen Stellen, um uns einen guten Eindruck zu verschaffen von der Schwierigkeit des Langlaufens in diesem Spitzensportbereich bei einer WM. Eine Gratwanderung, bei der man ganz schnell übersäuern kann. Das Startkommando auch für Martin Bajčičak jetzt, einen weiteren Slowaken. Und unser letzter deutscher Starter, Janko Neuber, steht da schon bereit. Mit Startnummer 59 hat er eine gute Auslosung bekommen. Knapp vor der roten Gruppe geht der Mann aus dem Erzgebirge auf die Strecke. Es schneit und schneit unaufhörlich und für den Rest des Tages ist keine Besserung angesagt. Vielleicht geht der Schnee sogar in tieferen Lagen in Regen über. Hier oben, glaube ich, bleibt es beim Schneegrieseln.
Andrei Nevzorov, der beste Kasacher eigentlich nach Smirnovs Abgang. Und gleich wird Hochbetrieb herrschen auf der Loipe. Wir sind jetzt beim dritten Zwischenzeitpunkt am Ende der ersten Schleife. Noch 1,6 Kilometer bis zum Ziel. René Sommerfeld, er wird uns immer die erste Zeit hier liefern bei diesem Rennen. Wurde deutscher Meister vor einigen Jahren über diese Strecke. Mit 24 Jahren hat er es noch vor sich. Die Kameras schneiden sehr, sehr schnell zurück. Mitsuo Horigome. Und am Start Juan Jesus Gutierrez, der Spanier, dessen größter Erfolg es einmal war, bei einem 50 Kilometer Freistilrennen unter den besten 10 zu landen bei einer WM. Ich glaube, es war in Falun 1993 in Schweden. Also je länger die Strecke, desto lieber. Es gibt einige Läufer heute, die dieses Motto für sich in Anspruch nehmen. Auch Alexei Prokhorov, der Russe, der als allerletzter in die Loipe gehen wird. Achim Walcher, der Mann, der hier zu Hause ist vom WSV Ramsau, hat heute in einer starken österreichischen Mannschaft die Startchance bekommen von Trainer Walter Mayer. Aber er wird heute vielleicht sogar nur der viertbeste Österreicher sein. Denn die Österreicher haben mit Christian Hoffmann, mit Alois Stadlobe und mit Neuzugang Mikhail Botvinov drei Leute, die potenziell unter die ersten 10 laufen können, ja sogar in Medaillennähe vorstoßen können. Botvinov gar gilt neben Daly und Müllele hier als Topfavorit. Da werden die Skistiefel noch einmal vom Schnee befreit. Es sind ja mittlerweile Hochschaftstiefel, die den Alpinen immer ähnlicher sehen beim Skaten, wo man viel Druck auf die Kanten geben muss, seitlich abstoßen muss, wie das hier Patrick Mechler tut. Die Schweizer scheinen rechtzeitig in Form gekommen zu sein. Auch er mit einer guten Zeit unterbietet sogar die seines Landsmanns um 1,1 Sekunden. Sergej Dolidovic auch gut unterwegs im Bereich der Besten der Weißrusse an dieser Stelle. Und kurz vor Ende der Loipe geht's, vor Ende der Strecke, der Schleife geht es noch einmal hoch. Ein kleiner giftiger Anstieg, bevor René Sommerfeld hier sich ins Ziel hinabstürzen kann. Dann wird er gleich an Start und Ziel das erste Mal vorbeikommen. Immer garstiger wird das Wetter, während die Startnummern 50, 54 in diesem Fall jetzt auf die Strecke gehen, ist der erste an Start und Ziel. Wir werden ihn gleich sehen können, René Sommerfeld. Martin Bajcicak, 28. im letzten Jahr in Nagano, als bei ähnlichen Witterungsbedingungen gestartet werden musste. Allerdings, ich sag's noch einmal, im klassischen Stil. Ein Rennen, was dann zu einigen Aufgaben führte. Unter anderem auch Jochen Behle stieg aus. Auch damals Temperaturen knapp unter 0 Grad, feuchter Neuschnee. Wie heute, nur die Stilart ist eine andere. Gostjajew kommt da an die dritte Zwischenzeit und hat Sommerfeld deutlich unterboten. Da hat sich also zwischen Kilometer 1,5 und 8,4 sehr, sehr viel getan. Und jetzt beginnt sich vielleicht auszuwirken, dass Sommerfeld mehr kämpfen musste im tiefen Schnee als Spurmann, als Schneepflug sozusagen. Der Schweizer Jon Andreas Bundi. Die Schweizer suchen nach einem Nachfolger für Andi Grünenfelder, der vor 12 Jahren in Oberstdorf eine Medaille holte. Dritter wurde in einem Rennen, das damals Thomas Wassberg, der Schwede, gewann. Wassberg, der hier
auf der Strecke irgendwo in den Wäldern steht, mit einem Radiosender ausgestattet und für das schwedische Fernsehen sich immer mal wieder live von der Strecke meldet. Also René Sommerfeld ist inzwischen bei Start und Ziel durch mit einer Rundenzeit von 27 Minuten 14,3 Sekunden. Lässt auf eine Endzeit schließen, die bei 1,20 für ihn liegen könnte, wenn er das Tempo aufrechterhalten kann. Das tun die wenigsten. Achim Walcher also jetzt, der Mann aus Ramsau, jagt die Bestzeit und unterbietet sie. Und unser letzter jetzt im Rennen, Janko Neuber, der Mann aus dem Erzgebirge, vor wenigen Wochen in Klingenthal deutscher Meister über diese Strecke geworden. Einer mit einem guten Tempogefühl, der auch einige Jahre verkraften musste, in denen er nicht so stark war, aber jetzt wieder zurück ist. Kusima Taipale im aktuellen Weltcup nie besser als Platz 30. Die Finnen haben Probleme hinter den beiden ungleichen Brüdern. Myllylä und Isometsä, beides ganz unterschiedliche Typen vom Temperament her, kommt wenig. Mit der 61, Paavo Rautsepp, der Erste. Der Name zeigt an, eine Verwandtschaft zu den Finnen. Die wohnen ja nicht weit entfernt. Die Esten, die im letzten Jahr sehr, sehr starke klassische Läufer hatten, aber im Skaten seit Jahren abfallen und deswegen auch keine besonders gute Staffel stellen. So langsam nähern wir uns der roten Gruppe. Wladimir Smirnov, schönen Kopfschmuck hat er da, passt gut zum Wetter. Der Mann, der nachher bei Norbert König sein wird, nach dem Rennen, hat uns zugesagt, er kommt dann an unsere Moderationsposition. Hier wird er sich immer mal wieder für die Norweger als Experte einschalten. Fällt ihm augenscheinlich nicht mehr so schwer, nur noch zuzuschauen, wenn Daly, Müllele und die anderen, mit denen er gelaufen ist und denen er heiße Kämpfe geboten hat, hier um die Medaillen streiten. Für ihn ist das vorbei, Schnee von gestern. Er sucht nach einer neuen Herausforderung. Janko Neuber, sehen wir da, von der ZDF-eigenen Kamera ins Bild gesetzt. Deswegen ist der Blickwinkel hier ein bisschen eigentlich für den Rückkehrer Neuber gedacht, wenn er ganz nah bei uns vorbeiläuft. Hier wollen wir Ihnen aber mal zeigen, wie er dieses erste schwere Stück, diese Steigung nimmt, bei dem man gleich 40 Höhenmeter nimmt. Es geht noch rechts herum. Das ist also dieser erste schwere Anstieg. Die ersten 2 Kilometer dieser WM-Strecke sind die schwersten. Kontrollierte Offensive, hat er uns gesagt. Ist es das jetzt? Und jetzt der große Star Björn Daly. Was hat er drauf? Hat er nur geblufft? Was war los mit seiner Stimmbandreizung? Seine Erfolge aufzuzählen, das hieße fast jetzt die Schneeflocken zu zählen, die hier im Bild herumtanzen. So viel hat er geholt. Könnte hier seinen 10. WM-Einzeltitel gewinnen. Der beste Langläufer, der stärkste aller Zeiten inzwischen. Natürlich auch bedingt dadurch, dass die Großereignisse in immer kürzeren Rhythmen ausgetragen werden. Alle 2 Jahre Weltmeisterschaften, zwischendrin noch die Olympischen Spiele. Es gibt kaum noch Zwischenjahre. Jetzt also die rote Gruppe der 30 Weltcup-Besten am Start. Gleich hinter Daly, Kristen Schjeldal, der Norweger. Also ein Landsmann von Daly. Bei den Norwegern gibt es Probleme hinter der Leitfigur und hinter Thomas Alsgaard, der immer noch so als Kronprinz gilt. Inzwischen ist Jari Isometsä eine der Mitfavoriten schon auf der Strecke. Schön laut wird's, denn viele Norweger sind hier. Kristen Schjeldal
wird nicht unter den Top 3 wohl am Ende landen, wenn wir nach allem gehen, was wir hier an Zahlenmaterial aus dieser Saison vorliegen haben. Aber es gibt ja immer wieder Überraschungen. Und nun ein ganz talentierter Mann aus Schweden, Per Elofsson. Die Schweden, die einen Generationswechsel durchgemacht haben, sind nach längeren Jahren der Durststrecke so langsam wieder auf dem Weg zurück. Wir sind bei der dritten Zwischenzeit auf der ersten Runde. Sie müssen sich auch erst einmal einsehen, liebe Zuschauer. Also das sind jetzt wieder die Läufer, die früher gestartet sind. Und mit der Startnummer 25, Sergej Krianin, der hat den Ungarn Matthias Hollo mit der 13 auf einer Runde bereits, hat er ihm 6 Minuten abgenommen. Schade, dass dieses schöne Bild, was da der Kameramann gerade von Marc Kirchner gedreht hat, nicht gezeigt wird im internationalen Bild. Marc Kirchner, der jetzt die erste Runde fast beendet hat. Zwischenbestzeit inzwischen bei 10 Kilometern nach einem Drittel der Strecke von John Andreas Bundi aus der Schweiz, 26,5 Minuten. Jetzt Tor Arne Hetland. Ein noch relativ junger Norweger, der gleichermaßen den Sprint beherrscht wie die lange Distanz, sehr stark in diesem Jahr war, im Weltcup schon viel Preisgeld gewonnen hat, auf Platz 2 in der Preisgeldliste hinter Björn Daly steht. Und jetzt Christian Hoffmann. Geheimfavorit, vielleicht ein bisschen zu viel gesagt über den Mann aus Oberösterreich, aus dem Mühlviertel, aber er hat in Nagano immerhin die Bronzemedaille geholt und er ist ein Kämpfer vor dem Herrn. Der mag schwierige Bedingungen und der mag lange Strecken. Die Österreicher haben in den letzten Jahren ganz gezielt auf diese WM hingearbeitet und sie sind nicht mehr nur bei den Springern und den Kombinierern zu beachten, sondern auch natürlich, hier sehen wir Alois Stadlober, ihren Ältesten, bei den Läufern. Da wollen sie unbedingt eine Medaille. Botvinov gilt als erster Kandidat dafür. Maurizio Pozzi, der 28-jährige Italiener aus Bormio, die Italiener, die übrigens kurz vor dieser WM einen Bluttest in Livigno im Höhentrainingslager verweigert haben, den sie ihrem nationalen Dopinginstitut, CONI genannt, hätten geben sollen. Das hat für viel Spekulationen gesorgt. Marc Kirchner jetzt beim Durchlauf und schon verbessert. Er ist schon schneller als Sommerfeld auf Platz 5, 26 Minuten, 50 Sekunden zeigt mir der Monitor. Es geht hin und her, ein bisschen schwierig den Überblick zu behalten, ein Hindernislauf auch für Björn Daly jetzt, denn die Schwächeren, sehen Sie, haben Sie gehört? Er hat gerade gerufen, Platz frei machen oder sowas ähnliches. Die Schwächeren sind schon auf der zweiten Runde und er muss da jetzt durch. Das ist fast wie Jan Ullrich im Anstieg hinauf zum Plateau de Bay bei der Tour de France. Das behindert ein wenig sicherlich. Thomas Alsgaard, unverkennbar, der lange Norweger, der Schweiger. Der Olympiasieger auf dieser Strecke von Lillehammer ist schon unterwegs. Und was kann Silvio Fauna? Nicht großartig war er im Weltcup bisher, aber die Italiener verstehen es ja immer wieder, sich auf große Ereignisse formgerecht hinzutrimmen, fristgerecht. Dennoch, Faunas Karriere scheint so langsam auszuklingen. Bei den Italienern gehen dann viele in den Bereich nahtlos, in den Bereich der Betreuer über, wie zuletzt Marco Albarello, der inzwischen Assistenztrainer ist, hier dabei. Scheldal am ersten Anstieg, wo Daly inzwischen nicht unerwartet die neue Bestzeit hingelegt hat. Schafft er nicht ganz. Ein technisch sehr guter Skater, Anders Bergström, der routinierte Schwede, inzwischen am Start. Einer der Alten, einer aus der Garde, die noch mit Swan gelaufen ist, mit Torgny Mogren. Einer aus der jungen Mannschaft, Per Elofsson, oben schon am ersten Anstieg und gut unterwegs. Fulvio Balbusa. Der Italiener, der bei den Olympischen Spielen im letzten Jahr über diese Strecke
Streckenlänge, muss man sagen, Vierter war. Es war ja ein klassisches Rennen. Und mit der 69 zum ersten Mal längere Zeit im Bild Michail Botvinov. Der Mann aus der Nähe von Moskau, der inzwischen österreichischer Staatsbürger geworden ist, im letzten Jahr nicht starten durfte, von seinem Verband nicht die Freigabe erhielt für Nagano und jetzt aber hier bei einem Großereignis nach einer Medaille greift. Es geht Schlag auf Schlag von einem Favoriten zum nächsten. Von Botvinov zu Müllele, der diese Verhältnisse liebt. Und da haben wir noch einen Favoriten, der sich noch warm macht. Der letzte Starter, der Oldie, Alexei Prokhorov, 34 Jahre alt, will zum Abschluss seiner langen Karriere noch einmal nach einer Medaille greifen. Die Zeiten dort bei Kilometer 1,5 sind noch nicht unbedingt aussagekräftig. Ich schalte einmal zurück auf meinem Monitor, um einen Überblick zu gewinnen, wie es dort steht. Daly vor Elofsson und Botvinov, dann Walcher, Scheldahl, alle im Bereich von 6 Sekunden an dieser Stelle. Christian Hoffmann ist angekündigt und ist schnellster und deswegen unten im Zielbereich, wo man alles mitbekommt, wo eine große Videowand steht, wo ein Sprecher die Zuschauer informiert. Ein Aufschrei. Hoffmann geht sehr, sehr schnell an. Und jetzt von einem Österreicher zum nächsten, zu Alois Stadlober, dem promovierten Juristen aus Radstadt hier in der Nähe. Auch er will, wie Prokhorov, seine Karriere nach diesen Weltmeisterschaften oder nach dieser Saison, besser gesagt, ausklingen lassen. Die Italiener haben im Weltcup bis zu der Unterbrechung Anfang Januar nicht viel geleistet. Dann gingen sie ins Höhentrainingslager und in Seefeld haben sie uns wieder erstaunt. Beim Testwettkampf, beim letzten Weltcup, der kurz vor der WM vorgeschaltet war, plötzlich waren sie wieder da. Also mit ihnen ist zu rechnen, aber ein Topmann fehlt ihnen. Was kann Thomas Alsgaard? Er war lange Zeit von einem Virus geschwächt. Auch er musste sich 3-4 Wochen zurückziehen, in aller Seelenruhe. Seelenruhe ist gut gesagt, wenn die WM bevorsteht, seine Form wieder neu aufbauen, von Grund auf fast. Was er in Seefeld gezeigt hat, war ordentlich. Aber nicht überragend. Vincent Vitto, der Franzose. Neunter in Novemesto über die 15 Kilometer klassisch in der roten Gruppe. Ein Ziel, das natürlich auch die Deutschen haben. Andreas Schlüter ist der Einzige, der in der roten Gruppe vertreten ist, denn das lassen Sie mich gerade mal sagen, während Fabio Mai startet. Das ist natürlich auch mit materiellen Vorteilen verbunden. Man bekommt Spesen, Hotelkosten und so weiter ersetzt vom Veranstalter. Und das hat natürlich den ganz, ganz großen Vorteil, dass man immer die vermeintlich beste Startposition hat. Denn die rote Gruppe wird so gesetzt, dass die Läufer die vermeintlich besten Bedingungen vorfinden. Ich habe gezögert, weil gerade Marc Kirchner rechts unten zu sehen war, der jetzt also schon durch ist bei Kilometer 11,5. Ich gehe mal im Computer dorthin und sage Ihnen, dass Kirchner dort Fünfter ist. 58 Sekunden hinter dem Esten, Melis Asmä, der dort führt. René Sommerfeld ist Siebter, 15 Sekunden hinter Kirchner. Also etwa 20 sind dort durch, die beiden Deutschen auf den Rängen 5 und 7. Es wird schwer, bei dieser niedrigen Startnummer das Ziel zu erreichen, das da heißt, möglichst unter die ersten 20 zu kommen, vielleicht unter die ersten 15. Janko Neuber hat dieses Ziel für sich ausgegeben. Es ist ein hochgestecktes Ziel. Von den Schweden dürfen wir in den nächsten Jahren wieder viel erwarten. Sie haben Juniorenweltmeister mit Fredriksson, mit Elofsson, die dann jetzt zu den Senioren vorstoßen, zu der Elite. Und jetzt konzentrieren wir uns auf Mika Müllele. Bei den Finnen ist es eben nicht so. Wenn Müllele mal abtritt, und er spekuliert ja schon mit Rücktrittsgedanken, dann haben sie nur noch einen Jari Isometsä, die Finnen. Schwerer Schnee, ganz schwierige Verhältnisse. Das sind seine Bedingungen. Vor 2 Jahren lief er in Trondheim zum WM-Gold, als es regnete, als die Spur faul war, wie die Skilangläufer sagen. Und im letzten Jahr, da holte er Gold in Nagano, als es genauso schneite wie heute. Und nicht von ungefähr Zwischenbestzeit für Mika Müllele an dieser Stelle. Schnellstes Angangstempo. Gehen die Schweden genauso schnell?
werden wir gleich sehen. Matthias Fredriksson nähert sich schon. Wie gesagt, einer dieser Leute, die ein wenig gebraucht haben, um ihre guten Juniorenleistungen bei den Eliteläufern zu zeigen, zu bestätigen. Aber er zeigt's. Fast gleich auf mit seinem Landsmann Elofsson hier bei den Leuten, wie man sagt. Also unter den Besten. Die Schweden, die ja die 80er Jahre beherrscht haben im Skilanglauf. Mit Leuten wie Wassberg und Zworn. Und jetzt der schon 36-jährige Alois Stadlober. Verheiratet übrigens mit Roswitha Steiner, der Weltcupsiegerin im Slalom früherer Tage bei den Alpinen. Einer, der auch dann auf der zweiten Streckenhälfte vielleicht noch ein wenig zulegen könnte. Er möchte zum Ende seiner langen Karriere endlich einmal eine Medaille haben. So oft auf den Ehrenplätzen, so oft bester Mitteleuropäer. Da hat er sich oft mit Jochen Behle drum gestritten, um diese zweifelhafte Ehre. Denn man muss ja immer nach den Besten schauen, nach den Skandinaviern, nach den Russen. Aber er möchte hier eine Medaille. Am ehesten holt er die in der Staffel, würde ich mal sagen, wo die Österreicher sogar Goldkandidat sind. Niklas Jonsson, der Mann, der im letzten Jahr in Nagano über 50 Kilometer Freistil Björn Deli jagte und zum Äußersten trieb. Damals nur ganz knapp geschlagen. Olympisches Silber, das war sowas wie ein, ja, Fanfarenstoß. Jetzt sind wir wieder wer. Die Schweden kommen. Jetzt sind sie gleich alle durch. Da fehlt dann eigentlich nur noch Prokhorov von den Favoriten bei der ersten Zwischenzeit. Und das ist ein Langsamstarter, bei dem sollten wir uns nicht beunruhigen lassen von einer langsamen Angangszeit. Vito hier schon deutlich zurück. Ja, er kämpft darum, in der roten Gruppe zu bleiben, bei den 30 Besten der Welt. Fabio Mai, der Vorletzte, 13 Sekunden über der Bestzeit. An diesem Punkt, ja, von Müllerle gehalten. Und jetzt schauen wir auf Prokhorov. Wie gesagt, er kommt immer auf der zweiten Rennhälfte. Das heißt, eigentlich verliert er weniger an Geschwindigkeit als die anderen. So muss man das sehen. Je länger, desto lieber. Das ist sein Motto. Der Mann, der 100 Kilometer nordöstlich von Moskau geboren ist, lange in Alma-Ata trainiert hat, jetzt aber auch sozusagen seine zweite Heimat in Mitteleuropa, in Österreich gefunden hat, sehr, sehr gut Deutsch spricht. Das bleibt nicht aus, wenn man mehr als 10 Jahre im Weltcup-Zirkus mitläuft. Da ist die Verkehrssprache Deutsch. Das muss man dann einfach können. So, und das sind deutliche Unterschiede jetzt gerade zu sehen gewesen. Denn jetzt kommen die Schwächeren wieder hier vorbei. Zum zweiten Mal bereits. Mika Müllerle also. Und das ist ein erstes kleines Fazit mit aller Vorsicht. Geht am schnellsten an. Aber die Distanz zu Hoffmann, zu Daly, zu Elofsson, Botvinov auch, die ist verschwindend klein noch für eine solch lange Strecke. Wir warten auf den ersten Deutschen an dieser Stelle. Vielleicht noch René Sommerfeld. Er war ja schneller als Marc Kirchner. Melis Asme sehen wir da, der inzwischen eine gute Zeit bei 11,5 Kilometern hingelegt hat und Sommerfeld deutlich Zeit abgenommen hat gegenüber diesem Zeitpunkt, als der Deutsche noch unter den besten 40 war. Wenig aussagekräftig an dieser Stelle noch das Zwischenresultat. Zeitlupenstudie von Achim Walcher, einer der starken Österreicher, die hier endlich einmal zeigen wollen, dass sie nicht nur ein alpines Land sind. Das Rennen ist so lang, dass man Getränke reichen muss, dass man Flüssigkeit aufnehmen muss. An den Namen Botvinov müssen sich die österreichischen Zungen zwar noch gewöhnen, der geht nicht so leicht von der Zunge wie Hermann Mayer
bei den Alpinen. Ein Name, der hier immer noch genannt wird. Die Ski-WM, die Alpine aus Wehl, die halten noch nach bis hierher. So, also jetzt die zweite Runde für die weniger starken, zumindest für diejenigen, die nicht in der roten Gruppe sind. Roman Leibjuk aus der Ukraine. Neues Gesicht, noch nicht dabei in Nagano. Das also ist der Punkt etwa zur Hälfte der Schleife. Vossensteiner, ein Aussiedlerhof, der dort oben liegt am Vorberg, wo auch viele Quartiere liegen der Mannschaften. Und das ist der Punkt kurz vor dem Ziel wieder. In dieser kleinen Wiesensenke, wo jetzt der Schweizer Stefan Kunz zur dritten Zwischenzeit kommt. 36 Sekunden zurück. Hinter Sergei Krianin, der dort führt, der Russe mit 22,02. Gutierrez und Walcher sind stark, aber Marc Kirchner ist nicht mehr unter den besten 12 zu finden an dieser Stelle. Auch nicht René Sommerfeld. Janko Neuber ist dort noch nicht durch. Neue Bestzeit jetzt für Wladimir Wilisow. Neuer Name aus Russland. Kommt da einer nach, der vielleicht Prokhorov ablösen könnte? Er hat das Ziel schon vor Augen. Da muss er noch einmal raus auf diese Schleife. Dann kommt er durch und dann hat er da doch noch zwei Runden zu laufen. Permanent muss heute gearbeitet werden, auch im Flachen. Man kann nicht ganz einfach nur freies Skaten ohne Stockeinsatz betreiben in den flachen Passagen. Man muss ein bisschen nachhelfen bei diesem mürben Schnee, der stumpf ist. Ein Rennen, das mehr Kraft kostet als bei klaren, kalten Verhältnissen, wie sie an den letzten Tagen ja ein paar Mal geherrscht haben. Gestern Nachmittag zum Beispiel riss es auf. Eine Winterlandschaft tat sich auf. Heute ist alles wieder verhüllt, auch der Dachstein. Kleiner Überblick über die Spitzengruppe, die jetzt bei Kilometer 5,0 durch ist. Björn Dehli führt inzwischen mit 6 Sekunden Vorsprung auf Christian Hoffmann. Mikhail Botvinov hat 9,6 Sekunden Rückstand auf den großen Norweger. Und Mika Müllerle kommt jetzt an diese Zwischenzeit bei 5,0 Kilometern. Dann wollen wir mal sehen, ob Dehli, der ja nun den Österreichern Sekunden abgenommen hat, auch ihm die Führung entrissen hat. Und nein, Müllerle ist schneller. 12,45,9, 3,3 Sekunden schneller als Dehli. Also das sind die zwei schnellsten nach 5 Kilometern. Das sagt schon mehr aus als bei 1,5. Krianin, der hat schon eine Runde mehr auf dem Buckel. Wechselt jetzt gerade die Führhand. Geht also jetzt mehr mit dem linken Stock nach vorne, leicht asymmetrisch. Die Technik, die man in den Anstiegen verwendet. Ganz, ganz hart hier, diese Stelle. Danach allerdings eine Abfahrt und dann ein ganz langer, ziehender Anstieg. Zum höchsten Punkt der Strecke. Während wir hier Kusima Taipale sehen, den Finnen, kurz vor Ende der ersten Schleife, nicht unter den Besten. Also das Zwischenresümee, Müllerle und Dehli nach einem Sechstel der Strecke vorn. Und die Österreicher Hoffmann und Botvinov dahinter. Die Abstände noch im Bereich von einer Viertelminute bis Botvinov. Der liegt 13 Sekunden hinter Müllerle. Björn Dehli jetzt hier im Flachen, wo er einmal zeigen kann, welch guter Techniker er ist. Norwegens Volksheld, der inzwischen zum Millionär geworden ist. Nicht über die Prämien, die er hier gewinnt, sondern über die vielen Nebenverträge, die er abschließen kann. Hat ein Video herausgebracht über sich, seinen Werdegang. Das hat fast Rekordumsätze in Norwegen erzielt. Nur zwei Walt Disney Zeichentrickfilme gehen besser an den norwegischen Videotheken. Das zeigt, welche Popularität dieser Mann genießt. Er wird
von Jahr zu Jahr noch populärer, weil er sympathisch bleibt, bescheiden bleibt. Salt Lake City 2002, sein großes Fernziel. Jetzt doch noch einmal kann er sich motivieren, denn er sagt sich, dort habe ich meinen ersten Weltcupsieg errungen, 1989. Dort will ich auch meine beispiellose Karriere, das sagt er nicht von sich selbst, das sagen andere über ihn, ausklingen lassen. Und er ist vorbei an den Läufern, die vor ihm gestartet sind. Jetzt macht er Boden gut, beziehungsweise jetzt überholt er sie, die 30 Sekunden, eine Minute, 1,30, zwei Minuten vor ihm gestartet. Immer wieder im Fernduell informiert über seinen Stand im Verhältnis zu Müllele, zu Botvinnov, zu Hoffmann. Marcus Nash jetzt an diesem Punkt, an den Dilly auch gleich kommen wird. Oder schon gekommen ist. Hat ihn ja schon überholt. Entschuldigung, er ist schon vorbei. Ein Klassik-Spezialist, dem es nicht geschmeckt haben dürfte, dass nach ihm die rote Gruppe kommt, denn das demotiviert natürlich. Das macht nicht gerade sehr viel zuversichtlicher. René Sommerfeld sieht noch gut aus. Der Mann, der alles anführt hier. Zumindest chronologisch. Aber am Ende wohl sein Ziel nicht erreichen wird. Einen Platz unter den besten 20. Da müsste er sich steigern. Jetzt allerdings ist die Spur vor ihm ein wenig besser planiert, denn sie sind alle schon mal drüber gelaufen. Per Elofsson jetzt bei Kilometer 8,4. Sein Rückstand auf Daly, wir werden ihn gleich sehen, mit 26,4 Sekunden doch schon beträchtlich. Und jetzt Mikhail Botvinnov, Österreichs Hoffnung. Seine Frau lebt übrigens noch in Moskau, führt dort ein Autohaus, wollte hierher kommen, aber der Sohn ist krank. Mit der 69 zeigt man uns Botvinnov jetzt groß und mit der eigenen Kamera hier am letzten kleinen Anstieg vor dem Ziel Janko Neuber. Von Neuber zu Sommerfeld, der schon auf der dritten Schleife ist. Also er ist durch bei 20 Kilometern mit 55 Minuten 34,2 Sekunden. Noch einmal 10 Kilometer, schwerster Bike für ihn. Jetzt Christian Hoffmann. Der Mann mit den großen Kämpferqualitäten, der war ja Dritter. Nach 5 Kilometern, noch vor Botvinnov. Und jetzt ebenfalls Dritter, aber da steht ja noch nach ihm Müllele aus. Also ist Botvinnov an ihm offenbar vorbeigezogen. Ja, 2,3 Sekunden schneller ist sein Landsmann hier als er. Also Botvinnov macht Boden gegenüber Hoffmann gut, überholt ihn gar, aber nicht gegenüber Daly. Es kündigt sich ein Duell zwischen Daly und Müllele an. Vielleicht kommt Prokhorov, den wir nicht außer Acht lassen dürfen, da noch rein. Aber das wird das gegen 59 jetzt Janko Neuber bei Start und Ziel. Die erste Schleife für ihn ist jetzt beendet. Ich werde ihn gleich seine Zeit nachliefern, die im Verhältnis zu der von Björn Daly schon um mehr als 3,5 Minuten schwächer ist. Also Janko Neuber kann wohl seine Hoffnungen begraben, hier unter die besten 15 zu laufen. Auch wenn man davon ausgehen kann, dass er noch einige Plätze gegen Ende des Rennens gut macht als sogenannter Langsamstarter. Was kann Alsgaard, der Olympiasieger von Lillehammer, der Verfolgungsolympiasieger von Nagano, der Mann, der virusgeschwächt in dieser Saison noch nicht alles zeigen konnte, Weltcupsieger im letzten Jahr, knapp vor Daly. Das sieht schon nicht mehr so gut aus hier am Anstieg. Die Zeit beweist es. Mehr als eine halbe Minute Rückstand.
Ein Techniker zwar, aber das wird ihm hier nichts nützen. Hier muss er auch schiere Kraft aufwenden in diesen mehligen, tiefen Spuren. Was können die Italiener leisten? Silvio Fauna ist da angekündigt. Der Mann aus den Ostdolomiten aus Zapada. Vielleicht der schnellste Spurter neben Al Scott. Zumindest haben sich die beiden ein tolles Staffelrennen, ein Finish geliefert in Nagano. Weltmeister von Thunder Bay über die 50 Kilometer. Damals allerdings hatte Smirnov nicht mehr ganz so viele Körner, der Mann, der ja diese WM bestimmte. Körner soll heißen Kraft, das ist so ein salopper Ausdruck. Und jetzt sehen wir, wie Mika Müllele schon an Fulvio Valbusa, dem Italiener, vorbeigezogen ist, ihm eine halbe Minute abgenommen hat. Also es scheint doch zu stimmen, es sind seine Verhältnisse, er hat sich rechtzeitig in Form gebracht. Und er läuft gegen Björn Daly. Der Mann aus Haapajärvi, die Gemeinde schenkte ihm ein Haus, hat die Bestzeit immer noch. 5,5 Sekunden, es bleibt knapp. Ein Haus nach seinen Erfolgen 94, als sein Stern aufging in Lillehammer, mittlerweile 5 Jahre Weltklasse. Weltmeister in Trondheim über die 50 Kilometer und in Nagano über diese Streckenlänge. Ein Mann, der sich eigentlich in den einsamen finnischen Wäldern wohlfühlt und nicht ganz so extrovertiert ist wie sein Mannschaftskollege Jari Isometsi, von dem wir noch nicht viel gesehen haben. Ist er am Ende gar nicht gestartet? Ich muss einmal nachschauen. Eine schöne Stilstudie von Mika Müllele. Also von Isometsi haben wir keine Zeit vorliegen, ob er überhaupt noch im Rennen ist. Sei mal dahingestellt, aber die Finnen haben ja mit Müllele ein ganz heißes Eisen im Feuer. Wenn gleich dieses Bild hier im Schnee von Ramsau nicht ganz passt. Alois Stadlober. Österreichs routiniertester und am Anstieg bei kurz vor Start und Ziel Anders Bergström mit der 66 der Schwede. Das ist Botvinov, der jetzt schon an Elofsson vorbeizieht. Stadlober ist an dem Schweden Fredriksson vorbei. Unglaublich. Also, die Österreicher mit Hoffmann, mit Botvinov sicherlich in Medaillennähe. Aber um den Sieg wird es schwer werden. Das deutet alles auf ein knappes Rennen zwischen Müllele und Daly hin. Die sich jetzt gegenseitig natürlich informieren lassen über das Netz der Betreuer, wie es steht, Niklas Jonsson. Nicht seine Verhältnisse. Im letzten Jahr kam er immer stärker auf, über 50 Kilometer. Wir dürfen ihn nicht ganz außer Acht lassen. Aber eine Medaille scheint jetzt schon nicht erreichbar. Die Schweden, die im Weltcup mitgegangen sind von Anfang an, die powern wollten, die auch gute Resultate erzielt haben, die haben jetzt zur WM vielleicht doch nicht mehr allzu viel zuzusetzen gehabt, wie die Finnen, wie Müllele, vielleicht auch wie die Italiener. Da fehlt eigentlich nur noch Alexei Prokhorov bei dieser Zwischenzeit, während die Besten schon wieder bei Start und Ziel sind. Da haben wir ihn, wie aufs Stichwort, geliefert. Den Mann, der bereits vor 11 Jahren Olympiagold holte in den Loipen von Kenmore in Kanada.
als die Olympischen Spiele dort in Calgary stattfanden. Damals allerdings noch im klassischen Stil. Dann einige Jahre, hatte mit weniger großen Erfolgen, aber zuletzt eigentlich eine Bank war. Ein Mann, der einen ganz kraftvollen Abstoß hat. Nicht gerade der längste. Er lebt von seinem ganz kraftvollen Abdruck. Aber er ist schon deutlich zurück bei 8,4. Zu deutlich, selbst wenn man weiß, dass er gegen Ende des Rennens noch einmal forcieren kann. Mehr als eine Minute hinter Müllele und Daly. Marc Kirchner. Schön, dass wir mit einer eigenen Kamera auch einmal die Deutschen zeigen können, die sicherlich hier nur Nebendarsteller sind. Das sei zugestanden. Auf sie können wir nur einen Seitenblick werfen, denn alle Zwischenzeiten deuten darauf hin, dass heute kein guter Platz drin sein wird für sie. Prokhorov an der letzten kleinen Steigung. Jetzt das Ziel vor Augen, aber dann noch zwei Runden. Er ist also der Letzte, der bei diesem Zwischenzeitpunkt durch ist und befindet sich nicht auf diesem ersten Tableau, das ein Finne anführt mit Mika Müllele, einer der Favoriten, und Björn Daly ist nicht weit entfernt. Die Schweden mannschaftlich stark, aber doch schon ein gut Stück zurück mit Elofsson, mit Bergström. Willisow und Kljanin, die Russen, respektabel, schneller als Prokhorov, jedenfalls zu diesem Zeitpunkt noch. Auch der Skater Gerd Gutierrez als 19. hält gut mit. An dieser Stelle hätten wir jetzt natürlich auch gerne Janko Neuber gesehen oder Marc Kirchner. Marc Kirchner ist 39. bei Kilometer 10. 2 Minuten 27 Sekunden zurück. Eine kurze Erholungspause, die uns die Regie gönnt, um einmal die Schönheit, die kraftvolle Schönheit des Skilanglaufsports zu demonstrieren. René Sommerfeld ist 48. und Janko Neuber liegt noch weiter zurück, nicht unter den besten 50. Das ist der Stand der drei Deutschen nach einem Drittel der Strecke. Die Hälfte der Strecke haben jetzt diese Läufer schon hinter sich, also auch Sommerfeld und Kirchner, die ja weit vorne gestartet waren. Während Willisow da gegen die Zeit seines Landsmanns Kljanin läuft. Die beiden Russen hier auf den Plätzen 13 und 14 ganz gut platziert. Sei gesagt, dass an dieser Stelle Marc Kirchner ein 20. bisher ist. Die rote Gruppe ist allerdings noch nicht durch. René Sommerfeld 22. Ja, im Vergleich zu den starken russischen Frauen haben die Männer noch nicht so viel zu bieten. Vielleicht tut sich da was in den nächsten Jahren. Die Frauen, die ja heute Mittag über 15 Kilometer Freistil mehrere Sieganwärterinnen haben. Nina Gavriljuk oder Larisa Lasutina beispielsweise. Vielleicht auch die Ex-Biathletin Anfisa Restsova. Ganz wichtig bei dieser Streckenlänge, bei diesem schwierigen Kurs und diesen schwierigen Verhältnissen ist die Flüssigkeitsaufnahme, die man sich bei den kurzen Distanzen 10 und 15 Kilometer sparen kann. Aber hier muss es sein, sonst bricht man ein am Ende. Matej Soglic und Hiroyuki Imai. Die Kamera fokussiert jetzt auf den Japaner mit der 52 im Hintergrund.
Nein, vorne ist es Peter Michel, der Tscheche, nicht der Slowene. Der hat schon anderthalb Minuten gut gemacht auf Hiroyuki Imai. 40. der WM 97. Diese Athleten laufen um eine gute Platzierung. Es ist in kaum einer anderen Sportart so schwierig, eine Medaille zu holen wie hier. 84 bewerben sich. Und in den Kreis der Elite vorzudringen ist, und das soll jetzt nicht als despektierlich ausgelegt werden, schwieriger als bei anderen Sportarten, wo vielleicht nur 20 oder 25 an den Start gehen bei Weltmeisterschaften. Deswegen wäre er zufrieden, wenn er sein Resultat von Trondheim hier verbessern könnte. Wie gesagt, ein 40. Platz damals. Schöne Begleitfahrt vom Star der Szene, der sich ein wenig jetzt separiert hat von dem Rest der Mannschaft, nicht mehr auf jedes Weltcuprennen seine Konzentration legt, nur noch die Großereignisse, trainiert sehr, sehr individuell und trainiert auch nicht mehr ganz so viel wie in den letzten Jahren und ist trotzdem der Stärkste und führt auch im Weltcup in diesem Jahr die Platzierung an, das Klassement. Obwohl er in Seefeld vor einigen Tagen krankheitsbedingt sicherheitshalber pausierte. Auf dem Weg zu seinem 10. WM-Gold? Fragezeichen. Einer steht ihm da vorwiegend im Weg, nach dem bisherigen Gang der Dinge. Das ist Mika Mülyle. Deutliche Zwischenbestzeit, nicht anders zu erwarten, denn er ist ja der Erste der roten Gruppe. Sechsmal olympisches Gold, neunmal WM-Gold. Wobei die Staffelrennen beim olympischen Gold noch gar nicht einmal einberechnet sind, sonst wären es 8. Er ist der erfolgreichste Wintersportler aller Zeiten. Das mag ausdrücken, dass Björn Deli eine Sonderstellung hat hier in diesem Feld. Er hat ja gesagt bei uns im Vorlauf, er mag lieber kürzere Strecken. Jetzt muss er beweisen, dass er am Ende noch Kraft genug hat auf 30 Kilometern. Kraft gegen den Naturmenschen, den Waldmenschen, wie er genannt wird auf Finnisch, Mika Mülyle. Es wird schwer werden für Deli. Vielleicht zeigt sich dann doch, dass er durch diese Stimmbandreizung, durch diesen kleinen grippalen Infekt geschwächt war vor der WM. Studie von Christian Hoffmann, dem jungen Österreicher, Bronzemedaillengewinner von Nagano. Die Schweden laufen dann nur noch gegen die Zeit des bisher Zweitschnellsten. Delis Zeit ist bereits abgelaufen für Per Elofsson. Immerhin, 2. Platz für den Juniorenweltmeister 1997 über diese Strecke. Noch keine 22 Jahre alt, er hat die Zukunft noch vor sich. Und er zählt zu seinen Idolen natürlich Björn Deli und Wladimir Smirnov, möchte man fast sagen. Jetzt aber ist Botvinnov Zweiter. Doch es scheint wirklich für ihn heute nur noch um Bronze zu gehen. Sein Rückstand wächst. Mehr als eine halbe Minute für den Mann, der hier gegenüber in den Tauern, in Obertauern lebt. Dort auch meist trainiert. Schwierige Sichtverhältnisse in den Abfahrten. Da muss man das Visier herunterklappen. Und zurück, und wir sehen Janko Neube einmal schön bei der Zwischenzeit. Für ihn die bei 15 Kilometern.
Daly ist schon vorbei. Die Besten. Er hat die rote Gruppe jetzt um sich herum. Und hinter sich hat er schon auf der dritten Schleife die ersten Starter. Ein wildes Tohuwabohu, bei dem es schwerfällt, die Übersicht zu behalten. Auch für die Streckenposten, für die Betreuer. Für Sie am Bildschirm, liebe Zuschauer. Die Zuschauer hier vor Ort wissen auch nicht, wo sie hingucken sollen. Aber es ist doch immerhin nicht mehr das Rennen wie vor 20 Jahren, als die Läufer in den Wäldern verschwanden und Stunden später hinauskamen. Es ist einfach viel, viel zuschauerfreundlicher geworden. Man muss nur wissen, wo man hinguckt. Man muss Fachmann werden, wie bei der Leichtathletik. Thomas Alsgaard, jetzt blicken wir auf ihn, den langen Mann, der ja mit Björn Daly zusammen in derselben Straße wohnt, in der Nähe von Oslo. Wächst sein Rückstand. Na, er scheint ein wenig, zumindest in Relation zu Botvinnov, gut zu machen. Gibt sich also offenbar noch nicht geschlagen. Hat zwar noch einige Meter, bis die Uhr ausgelöst wird. Ein bescheidener Typ, sehr ruhig, nicht so gesprächig wie Daly, nicht so interviewerfahren. Platz 2, Alsgaard läuft momentan gegen Hoffmann und Botvinnov um Bronze. Vorne Müllele und Daly. Das ist das Duell und wir warten natürlich jetzt gespannt auf Müllele, der dann mit der 78 auch schon bald zu dieser Zwischenzeitnahme bei 15 Kilometer kommen müsste. Alsgaard also Zweiter. Botvinnov von Hoffmann Dritter und Vierter. Dann erst Elofsson, der Schwede. Zurückgefallen. Die anderen. Tor Arne Hedlund, sein Landsmann, der Landsmann von Thomas Alsgaard, ist jetzt Zwölfter an der Stelle. Also die Norweger haben offenbar doch nur ihre zwei Aushängeschilder, Daly und Alsgaard. Und bei den Junioren-Weltmeisterschaften in Saalfelden war nicht viel zu sehen von norwegischem Nachwuchs. Da ein ganzer Pulk. In dem steckt er drinnen. Mika Müllele, Goldkandidat Nummer 1 nach dem bisherigen Verlauf des Rennens. Man kann ein wenig Windschatten laufen in der Ebene, ein wenig Kräfte sparen. Allerdings nur so lange, wie die anderen nicht zum Hemmschuh werden. Zum Beispiel Silvio Fauna, der Italiener. Da heißt es also jetzt mal für eine Weile dranbleiben an Fauna, aber wenn der zu schwach wird, zu langsam, dann doch irgendwann vorbeizuziehen. Damit das eigene Tempo, der Rhythmus aufrechterhalten bleibt. Also, Müllele, jetzt sind es noch 20 Sekunden, bis Dalys Zeit erreicht ist. Sekunden schneller. Er hat also noch zugelegt. Es bewahrheitet sich offenbar, dass er die längeren Strecken und diese Verhältnisse liebt. Mika Müllele also zur Hälfte der Strecke, 13 Sekunden vor Björn Daly. In seinem Sog hat sich Fulvio Valbusa, der Italiener, noch vor Thomas Alsgaard geschoben. 31,8 Sekunden ist er zurück. Sehen Sie es? Eingeblendet links. Also, Valbusa vor Alsgaard. Und das ist natürlich jetzt auch ein bisschen taktisch bedingt. Valbusa hat sich gesagt, Müllele genau hinter mir, 30 Sekunden. Prima, der ist stark, der will Gold. Der kommt irgendwann mal und dann versuche ich mich dran zu hängen. Was kann Stadlober? Wie gesagt, der Älteste im Feld will noch eine neue Karriere beginnen nach seiner nordischen, nach seiner Langlaufkarriere. Will noch in Marathonläufen, in Volksmarathonläufen sich beweisen. Also ein Mann, der ohne Ausdauersport nicht leben kann. Läuft gegen Valbusas Zeit. Und könnte sie knapp unterbieten. Es wird in jedem Falle ganz, ganz eng zwischen den beiden. Und dann hat Österreich vielleicht doch einen Bronzemedaillenkandidaten. Nicht ganz, aber vor Alsgaard. Stadlober also in Kontakt zu einer Medaille, die er sich ja so sehnlichst wünscht. Doch hinter ihm kommt ja noch Prokhorov, kommt Niklas Jonsson. Noch sind nicht alle durch an dieser Stelle.
auf dem Weg zum zweiten Durchlauf Björn Daly. Es geht nicht so glatt daher wie sonst bei diesem Schnee. Aber für keinen, auch für ihn nicht. Das wird ihn trösten, dass die anderen noch mehr zu kämpfen haben. Nur Müllele scheint physisch einfach heute einiges stärker. Das kennen wir schon. Zwischenbestzeit, weil er der Erste aus der roten Gruppe ist. 1,5 Minuten besser als der Zweite. Da oben ein Betreuer, der ihm jetzt zurufen wird. So und so viele Sekunden liegst du hinter Müllele. Vielleicht schönt er die Bilanz, aber wenn das ein Läufer nachher merkt, dann hat er das längste Mal, die längste Zeit mit diesem Betreuer gearbeitet. Also die werden schon ehrlich sein und sagen, Björn Müllele ist weg. Er baut seinen Vorsprung auf. Aus. Sehe ich da ein deutsches Trikot? Ja, Marc Kirchner wird überholt von Niklas Jonsson. Bei diesen Verhältnissen haben wir auch nicht die richtigen Ski, sagten die Deutschen. Das soll keine Entschuldigung sein, aber bei nassem Schnee, wenn es in Gefrierpunktnähe kommt, sind wir vom Material doch gegenüber den Norwegern beispielsweise und den Schweden, die das Wachswissen des norwegischen Betreuers Magnar Dahlen mitbekommen haben, der ja nach Schweden gewechselt ist, weil wir dieses Wachswissen nicht haben. Aber seien wir ehrlich, auch physisch scheint da doch eine Lücke zu klaffen zu den Weltbesten. Das ist nicht alles nur materialbedingt. Zur Hälfte, zur Halbzeit also dieser Stand. Müllele, der seinen Vorsprung auf Daly um einige Sekunden ausgebaut hat. Dann Falbusa, Dritter, dann drei Österreicher bis zu Platz 7. Also mit Möglichkeiten, doch die Bronzemedaille zu holen. Momentan sieht es am ehesten nach Alois Stadlober aus. Aber Balbusa ist dabei, der Italiener. Dagegen abgeschlagen schon Silvio Fauna. Wo ist Prokhorov? Habe ich ihn unterschlagen? Wann kommt er? Wann kommt der Mann mit dem längsten Atem? Taucht bei mir nicht mehr auf. Ist er noch nicht einklassiert, eingeordnet? Dann wäre ein Favorit mehr raus. Einen, mit dem wir eigentlich gegen Ende des Rennens gerechnet haben. Ist er ausgestiegen? Kann gut sein, wenn er gemerkt hat, dass es nicht sein Tag wird, dass er sich jetzt auf den 50-Kilometer-Lauf am Schlusstag im klassischen Stil konzentrieren wird. Noch einmal 10 schwere Kilometer für Björn Daly. Es sieht nach einer Medaille aus, aber sein 10. WM-Titel, der ist wohl noch hinausgezögert. Aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Er wird ihn noch holen, da bin ich mir sicher, wenn er denn gesund bleibt. Und es gibt ja auch noch Weltmeisterschaften in 2 Jahren, in Lahti, in Finnland. Wo dann auch erstmals ein Sprint im Wettbewerb sein wird. Also, er bleibt knapp unter 50 Minuten oder in etwa. Ja, er hat es geschafft. Das deutet auf eine Endzeit hin von 1,15. Da sehen Sie mal, es ist um 10 Minuten langsamer, fast 10 Minuten langsamer als im letzten Jahr. Thomas Alskar lief da eine 1,06. Björn Daly sieht seine Konkurrenten jetzt entgegenkommen. Und jetzt kommt der Erste im Ziel. René Sommerfeld. Es war kein einfaches Rennen für ihn. Mit der Startnummer 1 den Schneepflug zu spielen. Er hat es durchgestanden und er wirkt eigentlich relativ frisch, wenn man seine Frequenz anschaut. Er ist ja ein wenig untersetzt, da sieht es immer ein wenig schneller aus. Er kann nicht so lange gleiten wie ein hochaufgeschossener Athlet. Also, Sommerfeld hat es geschafft. Diese Tortur. Immerhin im Ziel. Einen WM-Lauf beendet, wenn ihn gleich ihn
die Zeit und dann später auch der Platz nicht zufriedenstellen dürfte. 29. war im letzten Jahr im Verfolgungsrennen über 15 Kilometer. Es wird schwer werden, diesen Platz heute zu bestätigen über die doppelt so lange Distanz. Der Mann aus Oberwiesenthal, der für den WSV Oberweißenbrunn, das ist ein kleiner Ort in der thüringischen Rhön, startet. Jetzt also die rote Gruppe bei Start und Ziel, zweiter Durchlauf. Alles jetzt in Relation zu dem bisher führenden Björn Dähli zu sehen. Und dessen Zeit ist schon abgelaufen bei Per Elofsson. Das heißt, dass der Schwede wohl einen Achtungserfolg erringen wird, aber dadurch, dass er sich nicht so gezielt vielleicht auf diese WM vorbereiten konnte wie andere, seinen Auftaktsieg zu der diesjährigen Weltcup-Saison in Muonio in Finnland, als er überraschend die 10 Kilometer im freien Stil gewinnen konnte, nicht bestätigen wird. Schon jetzt eine Minute länger unterwegs als der Norweger. Spielte früher gut Fußball und Eishockey, das ist ja bei den Schweden bekannt. Polysportiv sind sie alle in der Jugend. Ein großes Talent. Elofsson, auf ihn müssen wir sicherlich vielleicht schon in den nächsten Tagen ganz besonders achten. Jetzt aber geht's um Gold. Jetzt schauen wir mal. Müllele, kurz vor dem zweiten Durchlauf. Noch einmal eine Zwischenzeit. Noch einmal hat er seinen Vorsprung ein wenig ausgebaut. Ist Valbuza noch dran? Jawohl. Und auch noch dran mit der 76 Anders Bergström. Und das wird sich, je weiter das Rennen geht, für diese beiden positiv auswirken. In seinem Sog werden sie weiter nach vorne laufen. Also Valbuza, der kämpft jetzt hier, obwohl er überholt wurde, um Bronze gegen einen Mann wie Hoffmann. Er will rüberschauen auf die Anzeigentafel, wie es steht. Hier im Flachen, wo er mit dem freien Skaten eigentlich die Geschwindigkeit aufrecht erhält und den Kopf mal frei hat für einen Seitenblick. So, also Hoffmann ist Zweiter. Aber jetzt kommen ja noch Botvinov, Stadlober, Valbuza, all die Leute, mit denen er sich um die Bronzemedaille streiten wird. Janko Neuber kommt da auch. Aber der liegt ja weit zurück. Momentan der am schlechtesten Platzierte der drei Deutschen. Wir warten auf die Besten. Auf diese hier. Das Dreigespann. Den Express angeführt von Mika Müllele. Hinter ihm Valbuza und Bergström. Und der läuft auch jetzt dadurch immer stärker, nur eine Minute hinter dem Führenden. Das ist bei 20 Kilometern und diesen Bedingungen kein schlechtes Resultat. Für den routinierten, inzwischen schon 30-jährigen Schweden aus Borlänge. Der letzte Anstieg, der noch einmal den Puls nach oben treibt. Und dann hinein zum Durchlauf bei Start und Ziel. Tja. Dass einer von den anderen die Führungsarbeit macht, wie beim Radrennen, ist nicht zu erwarten. Die haben genügend zu tun, um dran zu bleiben an dem bisher überragenden Mann dieses Wettkampfs. Er hat noch mehr als eine Minute Zeit. Ich glaube, das wird er packen. Dann wird er schon bei Start und Ziel durch sein. Also, wenn er durch ist, dann wissen wir, wie das Rennen ausgehen könnte. Alles muss planmäßig laufen. Jetzt noch einmal ein Getränk, kohlenhydratreich. Noch einmal eine kleine Kraftreserve tanken für den Schluss. Vielleicht kommt es ja da auf einen Spurt an, weil man weiß, es geht um Sekunden im Fernduell. So, sein letzter Rückstand. Gerade mal 1,6 Kilometer ist es her. Ich schaue mal auf den Computer. Muss er mal zurückblenden. Dauert es einen kleinen Moment. 14,3 Sekunden. Der von Dähli, meine ich, der Rückstand.
Und der Vorsprung von Müllerle, 14,3. Also, doch, ein bisschen. Da war schon die Zeitnahme. Noch einmal, 2,5 Sekunden gewonnen. Also, die Tendenz setzt sich fort. Und während die drei jetzt auf die letzte Schleife gehen, hat René Sommerfeld durchgeatmet und kann uns mal sagen, wie es war, während wir Alius Stadlober sehen. Wie war es denn auf der Strecke? Gebe ich mal weiter an Nils Kaben. Ja, Peter, René Sommerfeld ist wieder bei Puste, hatte ja auch die schwierigste Aufgabe heute mit, als Startnummer 1 ins Rennen gegangen. Welchen Eindruck hatten Sie selbst von Ihrem Rennen? Ja, bis auf die Strecke, die ein bisschen zugeschneit war, ging es eigentlich ab der zweiten Runde ganz gut. Da sind ein paar mehr Leute durchgelaufen und da ist die Spur ein bisschen spiegeliger geworden. Und da konnte man sich in der Abfahrt noch ein bisschen ausruhen. Ihre persönliche Zielsetzung lautete ja, hat uns jedenfalls der Trainer erzählt, so unter die ersten 20 zu laufen. Das hat nicht geklappt. Ist man dann enttäuscht nach den anstrengenden 30 Kilometern? Ja, für mich war erstmal Zielsetzung, in die Punkte zu laufen, da ich das in diesem Jahr noch gar nicht geschafft habe. Und ich denke mal, ich bin ganz zufrieden mit meiner Form. Und wenn ich ein bisschen weiter hinten gestartet wäre, wäre es sicherlich auch in den ersten 20 gekommen. Wenn einen die stärkeren Läufer unterwegs überholen, demotiviert sowas? Nö, überhaupt nicht. Also, sie sind ja noch ein bisschen frischer und ich habe eine Runde mehr schon hinter mir und versuche mich dann immer dran zu hängen. Ein paar Meter kann man immer mitlaufen und das motiviert doch eher. Dankeschön. Okay. Ich darf ergänzen, René Sommerfeld ist, da 7 Läufer im Ziel sind, Dritter momentan. Hinter dem Schweizer Bundi und dem Russen Kostajew, die ja auch schon unterwegs schneller waren, deutlich schneller waren als er. Hinter ihm ein Amerikaner, ein Ukrainer, ein Kasacher, ein Weißrusse. Und jetzt blicken wir natürlich auf Alois Stadlober. Das ist zurzeit Österreichs heißester Medaillenanwärter. Aber er muss allein laufen, im Gegensatz zu Fulvio Valbusa, dem Italiener, der ja die Zugmaschine Mika Müllerle vor sich hat. Also wird es wieder nichts mit einer Einzelmedaille zum Abschluss einer langen Karriere, die immer ein wenig unter Wert gehandelt wurde. Im Ziel jetzt mit der 25 am Ende seiner Kräfte Sergej Krianin. Die Russen werden eine ganz gute homogene Staffel haben, ohne überragenden Einzelkönner, aber durchaus in der Lage, unter die ersten 4, 5 zu laufen, vielleicht sogar an die Bronzemedaille heranzukommen. 2 Drittel des Rennens sind absolviert, von allen. Prokhorov ist raus, ein Mitfavorit. Das heißt, Müllerle und Daly sind die einzigen, die noch in Frage kommen für Gold. Auch die Österreicher, auch Botvinnov, nur 9. sind wohl zu weit weg von einer Goldmedaille. Das wird die Zuschauer hier, die wohl größtenteils Österreicher sind, nicht zufriedenstellen. Allerdings hat Alois Stadlober noch eine vage Bronzemedaillenchance. Wir blättern lange und jetzt werden wir sehen, vielleicht, ob René Sommerfeld unter die ersten 30 kommen könnte. Er taucht jedenfalls hier nicht auf unter den ersten 30. Also ich denke mal, wenn er heute eine bessere Startnummer gehabt hätte, vielleicht. Aber so ist einfach nichts draus geworden. Das sind andere schneller, auch ein Spanier, auch ein Slowene. So, also jetzt gleich wieder hinaus auf die Strecke, denn jetzt reift die Entscheidung heran in diesem Rennen, das gelebt hat von diesem Fernduell zwischen den Besten. Das Favoritenquartett, wenn ich es einmal umreißen darf, mit Botvinnov, Prokhorov, Daly und Müllerle, ist geschrumpft auf ein Sieganwärter-Duo. Aber wenn es so normal weiterläuft wie bisher, wenn Mika Müllerle keinen Schwächeanfall bekommt, dann glaube ich, ist er der Goldmedaillengewinner, gewinnt er dieses erste Rennen, wie schon vor einem Jahr das erste Olympiarennen in Nagano, bei ähnlich schweren Bedingungen. Mit der 83 da, noch immer nicht ganz im Ziel, beim Durchlauf Fabio Mai, in diesem Jahr immerhin schon mal 3. im Weltcup auf dieser Strecke. Und 2 Top-10-Platzierungen. Aber jetzt achten wir auf Marc Kirchner, der sich sein erstes Rennen bei den Spezialisten, sein erstes WM-Rennen, hat ja beim Weltcup schon teilgenommen, wohl anders vorgestellt hat und der sich sicherlich auch eine andere Spur gewünscht haben dürfte. War nicht sein Tag? Hat er das Timing gehabt? Ohne Gewehr ist es so schwer, man läuft zu schnell los, hat er gesagt. Und ist dann überrascht, irgendwann mal doch. Der Einbruch kommt, es gibt aber auch keine Gelegenheit, den Puls zu beruhigen, wie beim Biathlon, beim Schießen.
ich rufe einmal das Klassement beim Ziel auf, um zu sehen, wo er sich einreiht. Er ist Zehnter, aber hinter Sommerfeld. Eine Minute, eine gute Minute hinter René Sommerfeld. Marc Kirchner auf Platz 10. Krianin, der Russe, der ebenso ins Ziel stürzt, in letzter Erschöpfung mit einer Stunde 18 Minuten 13 Sekunden dort deutlich vorn. Trotzdem wird es für den Russen wahrscheinlich kaum reichen zu einem Platz unter den ersten sechs. Ja, wird er jetzt nochmal in der Staffel eingesetzt werden, Marc Kirchner? Oder gibt man da einem Axel Teichmann, dem Juniorenweltmeister, den Vorzug? Er springt regelrecht in die Anstiege hinein. Schauen Sie es. Weil auf diesem Schnee ein Gleiten nur noch kaum noch möglich ist. Er ist ein Ausnahmekönner. Und auch ein Mika Müllele muss anerkennen, dass er die Konstanz eines Björn Derdi längst nicht aufweisen kann. Über eine gesamte Saison hinweg Weltspitze zu sein, gelingt dem Finnen nicht. Das schafft aber ein Björn Derdi. Mit weniger Training, mit gezielterem Training, mit der Erfahrung, die er inzwischen aufgebaut hat, in 10 Jahren Weltspitze. Der Finne allerdings scheint auf den Punkt genau zu diesem Rennen fit zu sein. Wenn wir einmal die Weltcup-Platzierung von Müllele in diesem Jahr anschauen, so beeindruckend war das nicht, was er da gezeigt hat. Nur einmal unter die Top 10 gelaufen bis Seefeld, bis eine Woche vor dieser WM. Und Björn Derdi hat reihenweise gesiegt und führt deswegen auch den Weltcup an. Phänomenal, wie sich dieser Mann immer wieder motivieren kann. Ein Wettkämpfer par excellence. Eigentlich hat er ja schon alles erreicht, aber er hat jetzt ein neues Ziel. Ich habe es angesprochen. Er will seine Karriere abrunden 2002 in Salt Lake City, wo er seinen ersten Weltcup-Erfolg errungen hat. Das treibt ihn nach vorne und der Gedanke, 10 WM-Goldmedaillen zu gewinnen. Hier in Ramsau könnte schon die erste drin sein. Vielleicht nicht heute, aber an den kommenden Tagen. Denn ein Müllele wird ihm vielleicht doch keine Konkurrenz machen im Verfolgungsrennen. Derdis Zeit ist deutlich besser als die des Russen Widisow, aber wenn Sie uns länger verfolgen, dann wissen Sie, das ist normal. Er ist der Erste der Guten der roten Gruppe. Er hat noch 5 Kilometer vor sich. Die letzten 5, die schwersten 5. Denn jetzt holen Sie nochmal alles aus sich raus, gehen auch nochmal deutlich in den roten Bereich, gehen Sauerstoffschuld ein und Björn Derdi ist ja bekannt für seine fast schon telegen zu nennenden Zielstürze in letzter Erschöpfung. Vielleicht denkt er sich da heute wieder etwas aus. Darunter in die Senke und dann drüben am Gegenhang einen ganz langen, wenngleich nicht so steilen, aber doch einen sehr, sehr langen Anstieg von fast 1 Kilometer Länge hinauf zum höchsten Punkt der Strecke. Das hat er alles im Kopf, das weiß er. Trotzdem ist ihm nicht bang. Momentan keine Bilder von der Strecke, also ich kann Ihnen mal sagen, wie es nach 21,5 Kilometern stand. Also nach der Zwischenzeit, die im Wald gemessen wird. Denn da sind die Guten alle durch. Da hat Müllele an diesem Anstieg, dem ersten nach Start und Ziel, noch einmal deutlich gewonnen. 28 Sekunden jetzt sein Vorsprung auf Derdi. Und Valbusa, der Italiener, kommt im Sog von Müllele immer näher an Björn Derdi heran. Nur noch 4 Sekunden ist er hinter Björn Derdi. Und jetzt, muss man sagen, ist die Goldmedaille endgültig weg. Jetzt muss Derdi sogar um Silber bangen und Bronze. Nun ja, auch das könnte noch einmal in Gefahr geraten. Thomas Olsker liegt 12 Sekunden hinter Derdi. Und Alsgaard hat sich das Rennen offenbar, das haben wir zuletzt gesehen, ganz gut eingeteilt.
Dagegen scheinen die Medaillenhoffnungen der Österreicher nicht zu reifen. Alois Stadlober als Bester ist Fünfter, aber sein Rückstand auf eine Bronzemedaille jetzt schon fast eine halbe Minute. Ich sage das, während langsamere Läufer ins Ziel kommen. Die Österreicher werden aber hier mit großer Wahrscheinlichkeit bei den Speziallangläufern auch Medaillen holen. In der Staffel halte ich es für fast ausgeschlossen, dass sie keine holen. Da müssten sie sich aber irgendeinen Regelverstoß leisten oder irgendetwas Katastrophales müsste passieren. So stark sind sie in der Breite. Wie auch die Schweden inzwischen schon längst wieder Kandidaten sind für eine Staffelmedaille. In den letzten Jahren schon das eine oder andere Mal hinter der deutschen Staffel gelegen. Aber ich glaube, das gehört erstmal der Vergangenheit an. Die Schweden haben mit Bergström, mit Elofsson, mit Fredriksson sehr, sehr starke Leute. Im Schneetreiben Christian Hoffmann, der Kämpfer aus Oberösterreich, den man nicht zuließ zum Skigymnasium nach Stams. Er hatte einfach nicht genügend Geld in der Tasche, um sich das leisten zu können, oder seine Eltern damals. Dann kam er nach Eisenerz hier in die Steiermark, einem kleinen nordischen Zentrum, wo ja auch Kombinierer Mario Stecher trainiert. Und dort reifte er heran zu einem inzwischen doch Weltklasse-Athleten, muss man sagen. Christian Hoffmann, ein Skater und ein Kämpfer. Oh, da könnte Thomas Alsgaard dem vor ihm Laufenden in die Skienden gefahren sein. Oder der könnte natürlich auch nur aus Panik heraus, aus Überstürzung heraus, ein wenig die Koordination verloren haben. Hoffmann also jetzt bei der Zwischenzeit. 5 Kilometer vor dem Ziel. Zweiter Platz, 59,2 Sekunden. Aber alle anderen, die vor ihm lagen, kommen noch. Alsgaard jetzt, und der ist, oh, ja, der ist 6,2 Sekunden nur noch von Daly entfernt. Die letzten 5 Kilometer werden ganz interessant, denn da geht es in einem norwegischen Duell, vielleicht in einem Dreikampf auch mit dem Italiener Valbusa, um Silber und Bronze. Ein Virus hat ihn lange daran gehindert, seine beste Leistung zu bringen, Thomas Alsgaard, in dieser Saison. Aber jetzt hat er mit Christian Hoffmann auch einen vor sich, der ihm einen Anhaltspunkt gibt, der ihn noch mal treibt. Den will er noch bekommen. Hoffmann, der ja um eine Minute vor Alsgaard gestartet ist. Da noch einmal diese Szene, bei der Alsgaard jemanden überholt. Ich glaube, schwer zu erkennen von mir, welche Startnummer es war. Will mich da nicht festlegen. Könnte ein Italiener gewesen sein, Maurizio Pozzi vielleicht. Nein, da haben wir Pozzi. Da haben wir Pozzi, und da haben wir hinter ihm mit der 70 schon zurückgefallen. Tor Arne Hetland, der Mann, der seinen größten Erfolg mal am Holmenkollen erzielt hat, über 50 Kilometer. Und der gut im Sprint ist auch. Ein Mann, der also beides kann, aber heute hier bei diesen Verhältnissen deutlich hinter dem Italiener. Jetzt meine ich, dass Mika Müller noch einmal einen Turbo gezündet hat, wenn ich seine Miene, seine Mimik mir anschaue. Er forciert noch einmal. Ist auch wieder an die Spitze gegangen. Und jetzt ist bei Bergström der Kontakt abgerissen. Schauen Sie mal, der Schwede da hinten. Wenn der jetzt nicht ganz haushälterisch umgeht mit seinen Kräften, dann erlebt er einen üblen Einbruch. Denn er hat lange, viel zu lange versucht, das Tempo von Müllele mitzugehen. Auch Valbusa hat jetzt Schwierigkeiten, aber es gibt nicht mehr viele Anstiege. Es ist sein Wetter, seine Verhältnisse, der Mann, der es garstig liebt. Mika Müllele auf dem Weg zum ersten WM-Gold dieser Skiweltmeisterschaften. Und bei Nils Kaben ein inzwischen erholter, hoffentlich, Marc Kirchner. Ja, Peter, Marc Kirchner hat gerade gesagt, so sehr kann ich gar nicht aus der Puste sein. Wie meinen Sie das? Ja, ich muss sagen, gut 30 Kilometer ist halt immer, ist auch eine Kraftfrage. Und da geht man auch nicht so über die Frequenz. Und ich habe mich heute, ich bin sehr unzufrieden mit meinem Rennen, weil ich mich absolut im Ski vergriffen habe. Ich habe gedacht, hinten auf der Wiesenrunde sind, wo doch noch nicht so viele durch sind. Am Anfang in der ersten Runde ging es. Und aufgrund der Bedingungen ist es doch fest geworden, da der Schnee doch ziemlich feucht ist, hat nur noch knapp unter Null.
dann habe ich die zweite und die dritte Runde so ein, ja, wie sagen wir so schön, so ein Saugski gehabt, dass ich eigentlich auch nicht mehr allzu viel machen konnte. Aber das liegt, brauchen wir denn nicht dem Wachs an die Schuld geben. Ich habe mich eindeutig im Ski vergriffen. Das heißt also, die Spekulation, dem ehemaligen Biathleten fehlen möglicherweise die Schießpausen, sind verfehlt? Nee, ich habe mittlerweile so viele Trainingseinheiten und auch Rennen gehabt, dass es mit Sicherheit nicht daran gelegen hat. Dankeschön. Okay. Ja, Marc Kirchner hat sicherlich in der Wahl der Ski nicht die beste getroffen. Die Wahl bleibt ja immer noch dem Athleten selbst überlassen. Die Serviceleute sind nur beratend tätig. Und dann muss er schon auch die Schuld auf sich selbst nehmen. Und das hat er getan, hat sich vergriffen offenbar. Schade, es wäre bestimmt mehr drin gewesen, er hat es ja in Seefeld gezeigt. Jetzt kommt Alois Stadlober als letzter der ganz guten. Prokhorov ist ja ausgestiegen an die Zwischenzeitnahme bei 25 Kilometern. Er läuft konstant sein Tempo, aber es reicht nicht, um in den Kampf um die Medaillen einzugreifen. Während Daly jetzt schon dem Ziel unaufhörlich zustrebt. Mal eine kurze Zwischenbilanz, wie es da bei 25 Kilometern steht. Also Müllele, 32 Sekunden vor ihm, vor Björn Daly. Nur 200stel zurück, Fulvio Valbuesa. Also der ist inzwischen gleich auf mit Daly, kann man sagen. Dann Alsgaard, weitere 6 Sekunden zurück, wir haben es ja gesehen. Dann schon eine Lücke, die klafft zu Alois Stadlober. Also ein Dreikampf um die weiteren Medaillen hinter Mika Müllele. Und es könnte gut sein, dass Björn Daly hier ohne Medaille das Rennen zu Ende läuft. Oder am Ende ohne Medaille da stehen wird, sagen wir es mal genauer. Im letzten Jahr hat er die 50 Kilometer gewonnen. Also lange Strecken kann er durchstehen. Aber er hat am Ende oft nicht mehr viel zuzusetzen. Das haben wir schon des Öfteren beobachtet. Im Ziel weitere Läufer und jetzt mit der 56 auch. Eine neue Bestzeit vorlegend, Wladimir Wilisow. Er lief die ganze Zeit gegen Krianin. Das passiert sehr häufig, dass Läufer einer Mannschaft ziemlich eng beisammen sind, weil sie die ganze Zeit zusammen trainieren, ihren Mannschaftskollegen als Anhaltspunkt haben. Das ist bei den deutschen Frauen ganz extrem, dass sie alle sehr eng beisammen sind und weil sie wohl auch vom Service her ganz ähnliche Verhältnisse haben, also vielleicht auch denselben Ski greifen. Jetzt hören wir mal zu, wie er durchatmet. Good race for Vladimir Wilisov of Russia. New best time in the finish, 15 seconds ahead of Sergei Krianin. We are winning off from Björn Daly. Björn Daly has. Also er kann sich über dieses Resultat wahrlich nicht beschweren, er darf sich nicht grämen. Er führt und am Ende könnte ein Platz um die 10 drin sein, das ist sehr, sehr gut. René Sommerfeld ist 19. immer noch. Jetzt, da noch etwa 20, 25 Läufer erwartet werden. Und Marc Kirchner 23. Aber das sind ja die Guten. Also da ist für Sommerfeld vielleicht noch so ein 30. Platz gerade so drin und für Kirchner kein 30. Rang mehr. Jetzt Björn Daly noch einmal an diesem letzten kleinen Anstieg, an dem er das Ziel schon vor Augen hatte und dann nochmal rechts weggeleitet wurde. 10 Startnummern zwischen ihm und dem auch nicht schwach wirkenden Mann mit der Startnummer 55, Peter Michel aus Tschechien, der jetzt den Ehrgeiz hat. Oh ja, den Ehrgeiz hatte er. Und dadurch hat er diesen Sturz verursacht. Der Ehrgeiz hat, an Daly will ich dranbleiben bis zum Ziel wenigstens. Und dann ist der Ukrainer eben gestürzt. Der wird sich natürlich beschweren. Ich glaube, das war schon Peter Michels Schuld. Roman Leibjuk stürzt. Eine kuriose Szene. Schön vielleicht für die beiden natürlich nicht, aber schön, dass wir sie mal zeigen konnten. Dass wir ausgerechnet dann mit den Kameras dort waren, als das passierte. So, jetzt also eine ganz deutliche neue Bestmarke. Aber schneller als ein und eine Viertelstunde sind sie heute halt nicht. Bei diesem Sauwetter, salopp formuliert. Bei dem man normalerweise nicht vor die Tür gehen möchte. Es wird immer milder. Die Temperaturen gehen immer mehr gegen Nullpunkt. Vielleicht auch schon dort oben vor allen Dingen. Auf der Fläche drüber. Das heißt, der Schnee wird feucht, er saugt und der Ski packt. Und dann ist nichts mehr mit Gleiten. Doch Daly hat von jeher, was Material betrifft, eigentlich gute, beste Bedingungen. Also, der Star im nordischen Skisport kommt ins Ziel, wird seine Medaille. Gold wird es nicht mehr, das ist klar. Hat er noch die Kraft für eine Bronze, eine Silbermedaille gar?
klare neue Bestzeit, aber jetzt das Warten auf Valbuza und auf seinen Landsmann, auf Thomas Alsgaard, mit dem er in derselben Straße wohnt. Die beiden, da ist er, wie aufs Stichwort, die beiden können gut miteinander, da ist nur eine sportliche Rivalität da. Letzte Zwischenzeitnahme für Alsgaard. Noch 1,6 Kilometer bis zum Ziel. Er ist schneller, erstmals schneller als Daly. Und Valbuza, auf den warten wir natürlich auch, hatte den Kontakt zu Müller erhalten können. Sehen Sie, Alsgaard ist vorbei an Christian Hoffmann. Nichts wird's mit Österreichs erstem Langlauf-Edelmetall hier bei dieser WM. Im letzten Jahr haben sie ja überraschend Medaillen geholt in Nagano. Unter anderem auch Hoffmann, Dritter über 50 Kilometer. Und Markus Gandler, der Kitzbühler Klassik-Spezialist, der hier alle seine Kraft auf die 10 Kilometer klassisch legen wird. Schon wieder durchgeatmet. Ganz so wild war es heute nicht wie früher. Es war hart, aber ein Björn Daly kneift nicht, vor keinen Verhältnissen. Die Skilangläufer sind es gewohnt, bei jedem Wetter vor die Tür zu gehen. Hauptsache, es liegt Schnee. Und der liegt hier wahrlich. So, jetzt wird's spannend. Geht's um die Goldmedaille und gleichzeitig um eine Medaille für Daly. Denn jetzt kommt die Gruppe mit Müllele und mit Valbuza. Sie sehen's, der Ski gleitet kaum noch. Es ist ein Gestampfe, ein durch die Loipe schieben jetzt nur noch. Wo ist Valbuza? Das ist Pozzi mit der 72. Hat der Valbuza abgehängt? Das wäre eine Hoffnung, ein Hoffnungsschimmer für Björn Daly. Also, Müllerle ist dran an den Leuten, die deutlich vor ihm gestartet sind, an Pozzi und an Tor Arne Hetland. Aber Valbuza hat überpaced, hat überzogen, genauso wie Anders Bergström. Also, da ist noch Hoffnung für Daly. Zumindest Bronze. Jetzt erstmal Elofsson. Der Juniorenweltmeister über diese Strecke. Vor 2 Jahren. Und jetzt bei den Eliteläufern ein guter zweiter Platz jetzt. Am Ende sicherlich ein einstelliger Platz für ihn. Die Schweden haben wieder ein paar Läufer. Und vielleicht muss jedes Land einmal eine Durststrecke durchmachen. Da ein Sturz von Hoffmann. Gerade noch im Anschnitt zu sehen. Christian Hoffmann ist gestürzt. Ist er sich damit Alsgaard ins Gehege gekommen? Es ist nicht mehr so tragisch für ihn. Die Medaille hat er längst verloren. Vorher schon. Jetzt aber geht es zwischen den beiden Freunden, den beiden Norwegern, den Besten ihres Landes, um eine Medaille. Alsgaard läuft jetzt gegen die Zeit von Björn Daly. Und er gleitet noch gut. Hat noch einen guten Ski. Er ist ein Techniker, wissen wir. Das wird doch eine bessere Zeit, klar, als die von Björn Daly. Zuletzt erstmals vorn und jetzt, ja, er schafft's. Die Führung. 7,2 Sekunden schneller als Daly. Und jetzt Christian Hoffmann im Ziel. Läuft gegen Elofsons Zeit. Ja, könnte trotz des Sturzes noch ein Platz unter den ersten 10 werden. Ein Kämpfer vor dem Herrn, der nie aufgibt. Also Daly hat Gold verspielt. Aber auch Alsgaard wird Gold nicht erringen. Wenn alles normal läuft, kommt gleich der Sieger dieses Rennens ins Ziel. Wir warten auf ihn. Mika Müllele. Mikhail Botvinov. Ach, nicht sein Tag heute. Mit großen Hoffnungen gestartet. Schnell angegangen und dann immer langsamer geworden. Vielleicht auch in der Skiwahl vergriffen. Vor einer Woche in Seefeld war er noch Zweiter hinter Müllele. Jetzt läuft die Zeit seines Landsmanns Walcher, der gut gelaufen ist, gegen ihn. Das wird kein Platz unter den besten 10. Und das ist eine große Enttäuschung für den Mann, der schon 1994 Dritter war über diese Strecke, als Alsgaard
zum ersten Mal einen großen Erfolg erringen konnte mit der Goldmedaille. Der Mann, der so viele vierte Plätze errungen hat und in diesem Jahr zum ersten Mal einen Weltcupsieg geholt hat. In Nové Mesto, in Tschechien, als Daly kurz vor dem Ziel stürzte. Der Bär, Michal Botvinov. Aber heute reichen auch Bärenkräfte nicht für ihn. Und jetzt vom Bären zum Waldmenschen. Das ist in der Tat sein Spitzname. Mika Myllylä wird so genannt von den Finnen. Und deswegen ist das überhaupt nicht abwertend gemeint. Nein, es ist ein Naturbursche. Das hat er heute wieder bewiesen. Und er kann jetzt schon die Arme hochreißen. Er weiß, sein Vorsprung ist so groß, dass er hier auf den letzten Metern längst nicht mehr Fullspeed gehen muss. Ja, jetzt hat er schon seine Medaille, jetzt ist alles andere nur noch eine Zugabe. Wieder Gold, wie in Nagano beim ersten Wettkampf. Aber jetzt achten wir auf Valbuza. Wann kommt er? Fulvio Valbuza, er läuft gegen die Zeiten von Oldscore und er müsste schon im Ziel sein, Valbuza. Er müsste gleich eingeordnet werden gegen die Zeiten von Oldscore und Deli. Das ist Bergström, der ist nämlich, nein, Bergström ist zurückgefallen, deutlich. Und jetzt ist das Valbuza da hinten? Jawohl! Oh, er ist ja noch stärker eingebrochen als Bergström. Hat bereut für den forschen Tatendrang, für die Frechheit dran zu bleiben an Mika Myllylä. Das war nicht mehr möglich für ihn. Also Valbuza, Vierter am Ende. Daly hat doch noch seine Medaille. Jetzt könnte er, Valbuza, den vierten Platz noch streitig machen. Aber ob er Vierter oder Fünfter wird, das wird auch nur eine Nebenrolle spielen. Alois Stadlober, dieser Mann ist ein Phänomen. Er ist seit mehr als 10 Jahren, ja eigentlich schon seit 15 Jahren, in der erweiterten Weltspitze. Und wenn man weiß, dass der Anfang der 80er Jahre bei Junioren-Weltmeisterschaften mal ganz knapp geschlagen, nur Zweiter wurde hinter einem gewissen Günde Swan, dann weiß man, wie viele Jahre dieser Mann auf dem Buckel hat. Und trotzdem ist er noch Weltklasse. Definitiv sein letztes Jahr. Und der große Wunsch, endlich mal eine Medaille. Heute klappt es nicht, aber die Staffel, darauf setzt er dann alles. Dellys Zeit ist abgelaufen. Bronze ist futsch. Aber Valbuzas Zeit, die könnte er vielleicht noch unterbieten. Und er wäre der beste Österreicher. Ganz eng wird's. Es reicht nicht ganz. Platz 5 für den promovierten Juristen, den Dr. Alois Stadlober aus Radstadt, ganz hier in der Nähe. Einer, der die Loipen in der Ramsau aus dem FF kennt, aber der sie selten so hart erlebt hat wie heute bei diesen Bedingungen. Im Ziel auch Ivan Batory, der Hühner aus der Slowakei. Die freie Technik ist nicht die seine. Trotzdem, er hat es durchgehalten. Also, die Medaillen sind vergeben. Der Einlauf gibt keine hohen Wettgewinne. Myllylä vor Alsgaard und Daly. Finnland vor zwei Norwegern. Das war fast zu erwarten. Man hatte damit gerechnet, dass entweder Botvinov oder Prokhorov, der Ex-Russe und der Russe, noch damit eingreifen würden. Aber der eine quälte sich bis zum Schluss und ist aus den besten 10 herausgefallen. Und der andere, der Weltmeister der letzten Spiele von Trondheim, der stieg aus während des Rennens, als er seine Chancen dahin schwitten sah. Und da sehen wir auch Janko Neuber mit der 59 ins Ziel kommen. Er hat durchgehalten und jetzt sind wir mal gespannt. Seine Zeit läuft 1,28 hat er jetzt auf dem Buckel. Also 10 Minuten verloren auf Fredriksson. War es wieder nur der Ski oder war es auch die Physis? Er hat sich viel, viel mehr ausgerechnet. Für die deutschen Langläufer war das heute ein kleiner Fehlstart. Aber sie haben ja ihre Besten, ihre Talentiertesten. Mit Axel Teichmann, dem Juniorenweltmeister, und mit dem im Weltcup besten Andreas Schlüter heute geschont. Hoffentlich zahlt sich's noch aus bei den restlichen Wettbewerben dieser Weltmeisterschaft. Vielleicht schon über 10 Kilometer klassisch, vielleicht auch in der Staffel, damit das Jahr nach Mühleck und Behle nicht ein verlorenes Jahr werden wird. Für ihn war diese WM jetzt schon, ist sie schon, keine verlorene mehr. Er hat schon wieder Gold. Mika Myllylä, der Mann aus Haapajärvi in Finnland, ist der erste WM-Titelträger dieser Tage in der Ramsau.
Dieser Kniefall ist schon obligatorisch bei ihm, kennen wir aus früheren Siegen. Er hat inzwischen sehr, sehr viele große Erfolge errungen und wird in einem Atemzug genannt werden müssen in ein paar Jahren mit Läufern wie Juhamieto oder Eero Mäntyranta. Finnen, die in früheren Jahren große Erfolge erzielt haben. Juhamieto, der Hühne, das sage ich einmal, während Niklas Jonsson im Ziel ist. Der Mann, der vielleicht der am besten bekannte Zweite ist eines Langlaufes, der ja 1980 in Lake Placid um eine Hundertstelsekunde geschlagen wurde von Thomas Wassberg. So viel redet man über wenige Sieger wie über diesen Bären Juhamieto. Und ein ähnlicher Bär, ein ähnlicher Naturbursch, nicht ganz so groß gewachsen, nicht ganz so schwer, ist Mika Müllerle. Glückwunsch vom Silbermedaillengewinner Thomas Alsgaard, der wird zufrieden sein. Der weiß, dass er seine Form rechtzeitig zur Weltmeisterschaft doch wiedergefunden hat nach der Viruserkrankung. Noch sind nicht alle im Ziel. Fabio Mai, der Italiener, kämpft sich da noch über die letzten Meter. Es sei gesagt, dass René Sommerfeld derzeit 39. ist als bester Deutscher. Marc Kirchner 46. Der ein oder andere Platz könnte noch verloren gehen. Und Janko Neuber hat sich gequält und ist dann im Ziel 63. bisher. Das ist indiskutabel, das muss man so hart sagen. Und das wird ihn natürlich auch für die Staffel nicht gerade empfehlen. Kleine Randbemerkung, der Neuseeländer Peter Moisey, vor zwei Jahren noch letzter in Trondheim, hat diesmal drei Läufer hinter sich gelassen. Davon zwei aus Armenien. Also, es war ein Rennen, das die Läufer zum letzten forderte bei ganz schwierigen Bedingungen, während Fabio Mai, den wir noch ins Ziel kommen lassen wollen, der letzte Starter, das Klassement noch abrundet. Ein kurzes Resümee, ein erwarteter Ausgang mit einem beinahe logischen Weltmeister, der diese Bedingungen liebt. Der Finne Mika Müllerle wiederholt seinen Erfolg von Nagano, als diese Strecke allerdings im Klassischen ausgetragen wurde, unter fast ähnlichen Bedingungen. Hinter ihm die zwei großen Norweger, Thomas Alsgaard, seines Zeichens Olympiasieger über diese Strecke, und Bjørn Dæhlie, dessen Griff nach 10. WM-Goldmedaille heute nicht geklappt hat, aber aufgeschoben, ich sag's nochmal, ist nicht aufgehoben. Die Österreicher sind in der Massierung, in der Phalanx sehr stark, aber es hat nicht geklappt mit der so sehnlichst erhofften Bronzemedaille für die Alpenrepublik. Die deutschen Läufer müssen alle Hoffnungen nun auf die nächsten Rennen setzen. Keiner der drei erfüllte die Erwartungen. Und bleibt zu hoffen, dass die Bedingungen hier in den nächsten Tagen sich wieder zum Kälteren wenden oder dass die Wachsmischung, die Materialwahl dann stimmt bei den Deutschen. Fabio Mai ist im Ziel. Das war's von meiner Seite aus. Da ist doch noch Prokhorov, ist zu glauben. Ich habe ihn auf keinem Klassement gefunden. Jetzt schauen wir aber bitte noch mal hin. Diesen Fehler muss ich auf meine Kappe nehmen. Ich gucke noch mal. Er ist also doch nicht ausgestiegen, aber ich habe ihn nirgendwo gefunden. Schauen Sie mal auf seine Zeit. Ja, dann ist es fast schon logisch. Er läuft um den 25. Platz und wird den auch noch verfehlen. Aber offenbar wollte er doch dieses Rennen zu Ende laufen. Alexej Prokhorov, einer der Mitfavoriten, also jetzt gleich im Ziel. Den warten wir jetzt noch ab. Dann ist alles wirklich richtig abgerundet. Sehen Sie mir das nach. Ich habe ihn auf keinem Klassement gefunden. Ganz logisch, weil er auf den ersten drei, vier Blättern nicht stand. Und dann kann man sich schon mal vergucken bei so vielen Namen, Zahlen und Fakten. Also erst im Ziel. 28. Der Weltmeister von vor zwei Jahren. Diesmal ein Geschlagener. Wintersport im ZDF. Viel Vergnügen mit Warsteiner. So, und bei mir ist Wladimir Smirnov. Schön, dass Sie zu uns gekommen sind, Wladimir. Sie haben sich dieses Rennen angeschaut und da sind wahrscheinlich für Sie auch Erinnerungen.